Mir ist langweilig. Was mache ich als nächstes? Hey, ich habe Lust zu malen. Zuerst male ich mit Orange. Malen und kreativ sein macht echt Spaß. Ich habe etwas Durst. Oh nein, ich hätte mir zuerst die Hände waschen sollen. Mann, so eine Sauerei. Wie kriege ich das wieder sauber? Die Farbe ist überall. Hey, ich habe eine Idee. Also, nimm ein sauberes Glas und male es mit deinen Fingern bunt an. Das sollte reichen. Dann malst du eine Schlangenlinie. Etwa so. Dasselbe machst du nochmal. Male mit dem Filzstift die Punkte wie dargestellt an. Fertig! Ist das nicht süß? Es sieht aus wie eine Lichterkette auf meinem Glas. So ist das Glas gleich viel hübscher. Das war ein genialer Einfall. Ich habe mir etwas Orangensaft verdient. Das sieht echt cool aus. Hey! Gefällt dir meine neue Jacke? Sie war reduziert, da musste ich einfach zugreifen. Cool, oder? Ja, die Jacke ist neu, schon kapiert. Aber wie findest du meine neue Jacke? Und was sagst du zu meiner neuen Handyhülle? Glitzer ist voll aus dem Trend. Hobbits sind in. Mein Notizbuch wird dich bestimmt umhauen mit all den Stickern. Herzen, Sternchen und sogar Eis mit dabei. Was? Oh Mist, mein Notizbuch ist voll langweilig. Das wird sie nicht beeindrucken. Wie verschönere ich es nur? Ich probiere es mit den Stiften. Hey, mich hat die Muse geküsst. Schneide die Spitze des Filzstifts vorne ab. Dann schneidest du noch eine Herzform aus. Oh, sieht das nicht süß aus? Dann nimmst du ein Notizbuch und stempelst darauf los. Du kannst auch Sterne machen. Fertig! Jetzt habe ich auch Herzen und Sterne. Siehst du, das beeindruckt mich nicht. Ich habe nicht mal Sticker gebraucht. Wow, das will ich auch haben. Nein, Pferde können nicht fliegen. Komm wieder zurück. Yeah! Zeit zum Malen. Ich bin ein Künstler. Ich bin wie Picasso. Malen macht Spaß. Oh nein, ich habe ihren Laptop angemalt. Oh, das muss ich schnell sauber machen. Oh nein, das geht einfach nicht weg. Jetzt ist es sogar noch schlimmer. Die Farbe ist überall. Sie wird stinkwütend sein. Hä? Sie ist wach. Was machst du? Wieso schaust du mich so an? Hä? Du hast doch irgendwas angestellt. Sehr verdächtig. Das ist doch... Ah, mein Laptop! Was hast du angestellt? Du hast ihn angemalt. Hä? Was ist da drüben? Ein Strohhalm? Hey, ich glaube, mein Laptop ist noch zu retten. Also, der vollgeschmierte Laptop braucht noch mehr Farbe. Richtig gehört, noch mehr Farbe ist die Lösung. Weiß und gelb und noch etwas lila. Voll schön. Und noch etwas von dunkelgelb. So, und jetzt kommt der Strohhalm zum Einsatz. Damit puste ich die Farbe an. Mit der Luft bewegt sich die Farbe über den Laptop. Schön weiter pusten. Ich will das Beste daraus machen. Die Muster und Texturen, die dadurch entstehen, sind mega. Wow, das ist das reinste Meisterwerk. Voll schön, wie ein kunterbuntes Meer. Ich habe mich selbst übertroffen. Wow, wie hat sie denn das gemacht? Voll cool. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ein neuer Tag, eine neue Gemeinheit. Wir werden niemals beliebt sein. Wir bleiben für immer Witzfiguren. Ich habe etwas Interessantes gefunden. Willst du mehr über 1-2-3-Go-Trends herausfinden? Lass uns subscriben. Bitte tu mir nicht weh. Ich glaube, das hat funktioniert. Wow, deine Haare. Die brauche ich nicht mehr. Mal sehen, wie wir jetzt ankommen. Nehmt euch in Acht. Wir sind jetzt beliebt. Wir sind quasi wie neu. Naja, beinahe. Wow, Mann, ist das voll hier. Ein perfekter Start ins Wochenende, oder? Denkst du auch, was ich denke?
Oh, sag nichts. Ich mach das. Okay. Was geht, Bro? 2 Mini-Käsekuchen. Ich zahle mit Karte, yo. Die akzeptieren wir hier nicht. Wie sieht's damit aus? Bingo. Danke. Lecker Dessert. Ich hab deinen Lieblingsgeschmack geholt. Grace? Hä? Oh, hey. Was machst du da? Oh, mein Fehler. Naja, wenn ich schon mal da bin. Unfassbar, dass Jack mich einfach sitzen lässt. Ach, das dulde ich nicht. Das ist inakzeptabel. Ich möchte aus der Menge hervorstechen. Ja, weiter so. Bis nach unten. Jetzt geht es erst richtig los. Ein Doppelknoten, damit es hält. Den Rest steckst du so weg. Und ziehst es über die Schulter. Steck die Ärmel weg, wenn sie zu lang sind. Und schon ist das Top besser als vorher. Das schreit nach einem neuen Trend. Jake, du bist wohl beschäftigt. Ich warte einfach, bis er es bemerkt. Grace? Ist das? Mund zu, sonst fängst du Fliegen. Hey, was ist mit mir? Ich hasse meine Kleidung. Ich wette, ich kann das auch. Hä? Wow. Ja, genau den Effekt wollte ich erzielen. Wie wäre es mit einem Latte aufs Haus? Ah, Zeit fürs Bettchen, Teddy. Morgen wird ein großer Tag für uns. Ah. Hey! Was passiert hier? Was geht? Ah, rock on, aha. Wuhu! Sehr gut. Du hast wohl geübt, was? Ein kostenloses Rockkonzert in meinem Zimmer. Krass, wie schnell seine Finger sind. Wuhu, yeah! Jetzt geht's richtig los. Yeah, rock on! Wow, meine Gummibärchen. Oh, die liegen jetzt wohl auf dem Boden. Die blauen darf ich nicht verschwenden. Stacy, nein! Was ist denn? Hey, nicht traurig sein. Aber meine Süßigkeiten. Das ist so unfair. Jetzt fühle ich mich echt schlecht. Yeah! Siehst du den Silikonring? Steck die Gummibärchen in den Schlitz. Einmal ringsherum. Bist du damit fertig, gießt du den Ring mit flüssigem Gel auf. Aber nicht so schnell. Alle Beeren sollen bedeckt sein. Wenn du fertig bist, hast du einen coolen Armreif. Rock'n'Roll, Baby. Hä? Für mich? Zeig mir dein Handgelenk. Jetzt sind deine Teddys immer bei dir. Cool. Wuhu. Danke, Bro. Gern geschehen. Cool. Eine Sache doch. Was? Ich hab das perfekte Top für dich. Für mich? Yeah. Siehst gut aus, Bro. Nicht jedem steht Pink so gut. Hey, ich bin hier für mein Training. In dem Fummel? Inakzeptabel. Zieh dich um. Umziehen? Oh, aber ich hab doch nur das. Ach, lies doch mal. Hä? Oh, nur Sportkleidung ist erlaubt? Bis gleich. Ich liebe diesen Pokal. Bin fertig. Siehst du irgendwo Eis? Die meinten doch Sportkleidung. Das zieht in den Muskeln. Ist das besser? Nein, nein! Oh. Dieses Mädchen ist unglaublich. Puh. Und jetzt? Ja? Ich werde nicht genug dafür bezahlt. Wie sieht es damit aus? Nein! Echt jetzt? Oh ja, ein toller Groove. Na ja, nein.
Okay, aber das muss es sein. Nein. Wie ist es damit? Sie rafft es nicht. Ruhig bleiben. Hast du Tomaten auf den Ohren? Muss er denn so schreien? Was mache ich denn jetzt? Fundkiste? Das ist der Checkpot. Ist das überhaupt nützlich? Nein. Na los. Das ist schon besser. Nur noch ein paar kleine Änderungen. Nimm eine Schere und schneide in der Mitte entlang. Etwa so. Hier hörst du auf. Drehe das Kleidungsstück um. Und ziehe den Schlitz wie ich auseinander. Mehr musst du nicht machen. Genial! Endlich Sportbekleidung. Wow, das ist süß. Oh, ich habe das selbst gemacht. Mir gefällt dein Style. Dankeschön. Oh, ich muss los. Ich bin bereit. Da fehlen dir die Worte, was? Das wundert mich nicht. Na, dann lass uns endlich trainieren. 1, 2. Hä? Jetzt schon? Wir haben doch erst angefangen. Hallöchen. Das ist Gina. Wow, hi. Ich bin so nervös. Und jetzt begrüßt Grace. Hey, na? Alles klar? Seid ihr bereit abzustimmen? Wer sieht besser aus? Schreibt es in die Kommentare. Fülle eine Spritze mit Glitzer und Epoxidharz auf. Gebe die Füllung in eine Schmetterlingsform. Lass das Epoxidharz trocknen. Dann entfernst du die Form. Befestige eine Kette mit Haken an den Flügeln. Das sind wundervolle Ohrringe. Wow, die sehen echt gut aus. Ohrringe müssen nicht immer teuer sein. Hi, David. Gefällt dir etwas? Die Auswahl ist echt riesig. Die gefällt mir. Wow, das ist alles so schön. Aber ich kann mir nichts kaufen. Ich gehe wieder. Bye. Sollte ich meinen eigenen Schmuck machen? Ich habe alles dafür, was man braucht. Mal sehen. Oh, das könnte nützlich sein. Ich fädele die Perlen einfach auf. Das ist gar nicht so einfach. Komm schon. Na los. Geschafft. Das wird nun verknotet. Oh. Und nochmal von vorn. Damit bin ich zufrieden. Etwas zu klein. Ich ziehe es einfach über meine Hand. Okay, so geht das nicht. Ich muss es ausleiern. Nein, nicht schon wieder. Das ist so nervig. Mir reicht's. Blödes Armband. Ich will doch nur was Schönes zum Anziehen haben. Hä? Wo kamen denn die Zitronen her? Wow, na sieh mal eine an. Das sind so viele. Das bringt mich auf eine Idee. Wenn du Früchte und Schmuck magst, wirst du das lieben. Schneide eine Zitrone. Pass dabei auf deine Finger auf. Lege die Zitronenscheiben auf ein Backblech und stelle sie in den warmen Ofen. Backe die Zitronen, bis sie ausgetrocknet sind. Etwa so. Die sind nicht zum Essen. Fülle einen Behälter mit flüssigem Glas. Mit einem Holzstäbchen dippst du die Zitrone im flüssigen Glas. Achte darauf, dass die Zitrone komplett bedeckt ist und lass den Rest abtropfen. Mache mit dem Holzstäbchen ein Loch und befestige einen Ohrringhänger daran. Dasselbe machst du mit den anderen Scheibchen. Wow, die sehen toll aus. Mutter Natur wäre stolz auf mich. So, jetzt werde ich etwas Geld verdienen. Mein Laden ist eröffnet. Was meinst du? Die sind toll. Ich nehme ein paar. Hier, für dich. Hey, hi Ava. Ich liebe deine Ohrringe. Tauschen wir? Klar. Die sind für dich. Wow, die wollte ich unbedingt haben.
Die sind so süß. Mir ist so langweilig. Machst du Witze? Es ist Snacktime. Machen wir es interessanter. Alihop, im Anflug. Hab's. Ich weiß, ziemlich beeindruckend. Kannst du das auch? Ich bitte dich, das kann ich sogar mit geschlossenen Augen. Zieh's dir rein. Das ist beeindruckend. Oh, mein Auge. Was hast du eben gesagt? Üb mal schön weiter, irgendwann klappt's. Ahem. Malt jetzt bitte einen Regenbogen. Und der sollte gut werden. Ich liebe Regenbögen. Ich habe gar keine Farben. Und wer lacht jetzt? Ich will gleich loslegen. Die haben sowas Magisches an sich. Was machst du da? Voll der Nerd. Annie, worauf wartest du noch? Fang an. Wenn ich muss. Aber ich mag nur schwarz. Bringen wir es hinter uns. Sie will einen Regenbogen? Dann bekommt sie einen. Das wird der beste Regenbogen aller Zeiten. Bin fertig. Hoffe, ich konnte seine Schönheit zum Ausdruck bringen. Gefällt er Ihnen? Oh, wir haben einen kleinen Van Gogh in der Klasse. Wie läuft's bei dir, Annie? Tada! Schon gut, du musst nicht applaudieren. Du hast schon mal einen Regenbogen gesehen, oder? Oh, dieser Unterricht ist so dumm. Und das halte ich von Ihrem Regenbogen. Moment mal, gib mir die Stifte. Ich ordne sie nach den Regenbogenfarben an. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich klebe die Stifte einfach zusammen. Muss noch warten, bis der Kleber hart ist. Und jetzt kann's losgehen. Ich male mit den Stiften einfach übers Blatt. Und schon habe ich einen Regenbogen. Der sieht sogar gut aus. Die Farben vermischen sich. So einfach kann Malen sein. Okay, das war's. Aber fertig bin ich noch nicht. Ich habe mit Schwarz einen Regenbogen auf die Plastikhülle gemalt. Kein Regenbogen, ein Regenbogen. Ziemlich cool, was? Jetzt ist er da und wieder weg. Oh, da ist er wieder. Das sieht ja aus wie Zauberei. Wow, fantastisch. Dann bin ich ja fertig. Hey, du hast dir ein buntes T-Shirt an. Ich dachte, du magst nur schwarz. Was? Nein, das hast du nicht gesehen. Erzähl das niemandem sonst. Meine Lippen sind versiegelt. Stopp, stopp, stopp. Hör auf, wegzulaufen. Hab dich. Das reicht für heute. Zeit für ein Bad und keine Widerrede. Puh, nun kommen wir zum Schrubben. Was? Sie ist weg? Wie konnte sie wieder entkommen? Oh, sie ist weg. Yeah, meine Monster, ihr seid die Besten. Was meinst du, was wir hier machen? Jetzt komm schon. Puh. Nein, ich will nicht baden. Ich hasse Baden. Du bist so gemein. Gut, dann bin ich eben gemein. Aber du wirst jetzt geschrubbt. Nein, du kriegst mich nicht. Kein Schrubben. Oh mein Gott, du treibst mich echt in den Wahnsinn. Yay, Ducky kann richtig gut schwimmen. Er ist der Beste. Sie liebt ihre Gummiente, okay? Ich glaube, das kann ich zu meinen Gunsten nutzen. Ich brauche dieses große Glas und fülle es mit Epoxidharz. Wow, so viele Bläschen schwimmen an die Oberfläche. Nur noch ein bisschen mehr. Okay, das sollte reichen. Und nun gebe ich etwas Farbe hinzu. Ein paar Tropfen sollten reichen. Und nun alles gut vermischen. Ich muss viel rühren, das Epoxid ist sehr dickflüssig. Okay, das reicht. Zurück zur Gummiente. Okay, Ducky, Zeit für eine Epoxiddusche. Ich gieße es komplett über die Ente und stelle sicher, dass sie gut bedeckt ist. Das ist echt dick. Sobald alles übergossen ist, lasse ich es einfach kurz trocknen. Ja, fertig. Tada. Wie findest du es, Liebling? Wow. Meine Güte, sie ist komplett abgelenkt. Meine Chance, sie zu baden. Ich kann kaum glauben, wie gut das funktioniert. Dieser Tee tut echt gut. Ich liebe ihn. Was zum Teufel? Oh, ich sollte echt losgehen und meinen Tag starten. Hat sie ernsthaft die Tasse einfach da abgestellt? Hat sie denn nicht gesehen, dass ich putze? Warte, ein Abdruck auf dem Tisch. Nein. Wenn ich stark genug schrubbe, geht er vielleicht weg. Moment, sie hat noch eine Tasse und die stellt sie da ab und noch ein Abdruck. Ah, so gut, ich liebe diese kleine Raketentasse. Ihr Ernst? Ich renne ihr komplett hinterher. Warte, schon wieder? Wie kann Sunny bitte aus so vielen Tassen trinken? Und sie lässt sie einfach überall stehen, auf jeder Oberfläche. Ich hab genug, ich bin hier nur am Putzen. Vielleicht ist da noch was zum Trinken drin. Hä? Eine Orangenscheibe? Oh, das lege ich auf Plastik und schnapp mir die Klebepistole. Ich male einen Kreis aus Heißkleber um die Scheibe. Es
es muss nicht perfekt sein. Die Frucht ist ja auch nicht perfekt rund. Aber ich muss sicher gehen, dass es dick genug ist. Nur noch ein bisschen mehr, um es dicker zu machen. Perfekt. Jetzt peppen wir es etwas auf. Und zwar mit Goldglitzer. Es muss nicht viel sein, wir wollen es nicht übertreiben. Und nun brauchen wir Epoxid. Ich fülle den Kreis komplett aus. Die Orange muss dabei auch bedeckt werden. Der Kreis aus Heißkleber hält das Harz an Ort und Stelle. Wenn alles trocken ist, kann ich sie einfach herausnehmen. So hübsch! Aber es ist noch nicht fertig. Ich bemale die Kanten etwas. Ich benutze diese glitzernde Goldfarbe. Perfekt! Der Untersetzer ist endlich fertig. Mein Gott, ist der hübsch. Noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Hey, bitte versichere dich, dass deine Tasse auf einem dieser Untersetzer steht. Ja, die habe ich selbst gemacht und sie werden unsere Möbel schützen. Okay, jetzt, wo alles fertig ist, könnte ich echt einen Snack vertragen. Moment mal. Was zum... Wo kommen bitte all diese Becher her? Es ist eiskalt. Ich bin auf der Couch eingeschlafen. Wow. Hallo, Verfilzung. Das ist ja mein Kamm. Und ein ganzer Haufen anderer Müll. Igitt, das Zeug ist voller Spinnweben. Besser als nichts, denke ich. Das Ding funktioniert nicht mehr wie früher. Warum sind diese Knoten so hartnäckig? Autsch. Dieser Filz ist ja riesig. Ah, das ist doch lächerlich. Geh raus! Komm schon! Das war mal auf meinem Kopf. Wer hat dieses wackelige Ding das geschafft? Ach, na egal. Meine Krallen müssen jetzt dran. Oder auch nicht. Gibt's hier noch was anderes? Was ist mit dem Holzspatel? Natürlich! Benutze den 3D-Stift, um die Borsten zu machen. Das kann eine Weile dauern, aber das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Du kannst die Borsten so lang oder kurz machen, wie du willst. Mach weiter, bis du den ganzen Spatel bedeckt hast. Zeit zum Trimmen. Halb so lang sollte funktionieren. So, du hast dir eine Bürste gebastelt. Verfilzungen haben keine Chance mehr. Mein Haar wird so seidig glatt sein. Und ich habe keinen Cent ausgegeben. Wie toll sehen meine Haare jetzt aus. Kreativ sein ist toll und anstrengend. Der erste Gast ist da. Hey, schönes Outfit. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, eine Handyhülle? Danke, aber ich habe schon eine. Oh, sorry. Das haben wir gleich. Hier, für dich. Ich habe schon Zähne. Natürlich, sorry. Ich habe bestimmt noch etwas dabei. Oh. Dann eben nicht. Tut mir echt leid. Hey, ist das ein 3D-Stift? Hey, das könnte klappen. Lege dein Handy auf eine flache Oberfläche. Male mit einem 3D-Stift darauf. Arbeite dich von unten nach oben. Lass deine Kreativität freien Lauf. Achte darauf, das ganze Handy zu bedecken. Du willst keine Lücken haben. Die Kamera lassen wir natürlich aus. Sei vorsichtig, damit die Kamera nichts abbekommt. Jetzt malst du am Rand des Handys entlang. Und so entsteht deine ganz persönliche Handyhülle. Genau so. Ich habe noch etwas für dich. Wow, das ist toll. Das freut mich. Oh, noch ein Gast. Hey! Alles Gute, hier ist dein Geschenk. Also gut, zuerst kommen alle Lollis in diese Wanne, genauso. Jetzt kommt das Epoxidharz zum Einsatz. Wichtig ist, dass rundherum alles gefüllt wird. Das sollte reichen. Jetzt kommen die Bonbons. Die sind hübsch und bunt. Ich verteile sie auch rundherum. Und dann wird's Zeit zum Festwerden. Tada! Ein süßer Bilderrahmen, der sich sehen lassen kann. Und was hältst du davon, Mr. Einhorn? Also, Cake Kitty, ich finde, das ist eine tolle Idee. Ja, dann lass uns das mit ein paar Einhornküssen feiern. Wow, feiern wir eine Einhorn- und Cake Kitty-Tanzparty. Was ist das? Er zeigt uns was. Das ist ein einzigartiges und limitiertes Handy-Etui mit Einhornmotiv. Oh, wow, was? Entscheide dich jetzt. Wir haben nur wenige Stück zum günstigen Preis von 200 Euro. Ruf jetzt an. Ah, ich will das. Ich brauche das jetzt sofort. Mama!
Was ist passiert? Was ist los? Hast du dich verletzt? Okay, hör auf damit. Was ist los? Schau mal im Fernseher. Ich will das. Hä? Das ist doch ein Witz. 200 Euro für eine Handyhülle? Hahaha. Ist die nicht toll? Ich will eine. Bitte. Ah, na gut, Schatz. Mal sehen, wie viel Geld ich habe. Jee! Ich kann's kaum erwarten, diese Handyhülle zu haben. Mama ist reich. Ich wette, sie kann mir 2 davon kaufen. Nein, 3. Oh mein Gott, Schatz. Du hast Mami erschreckt. Das haben wir. Sieht aus, als wäre Mami ein bisschen knapp bei Kasse. Ich kann ihr diese Handyhülle nicht kaufen. Sie ist zu teuer. Hä? Was ist da drüben? Das könnte klappen. Hi, ich möchte 2 Telefonhüllen. Hey! Warte kurz hier, Schatz. Mami hat einen Plan. Okay, ich habe eine Einhornform und ich habe Epoxidharz. Wichtig ist, genug in der Spritze zu haben, um die ganze Form auszufüllen. So geht's. Jetzt muss es nur noch aushärten. Ich hol's jetzt raus, mal sehen, wie es geworden ist. Sehr schön. Jetzt klebe ich es an die Handyhülle, genau wie die anderen. Ich denke, sie wird sie lieben. Tina, schau mal, was ich hier für dich habe. Eine Überraschung. Wow, eine Einhorn-Handyhülle. Sogar noch besser als die aus dem Fernsehen. Ich liebe sie. Die beste, die ich je hatte. Warte, was kommt denn jetzt im Fernsehen? Oh, Handyhüllen sind von gestern. Angesagt sind jetzt lustige Kopfhörer. Höre Musik und rocke mit deinen süßen Ohren. Wow, genau wie K-Kitty. Das ist furchtbar. Oh, ich habe schlechte Laune. Wow, beruhig dich. Du hast das Popcorn verschüttet. Hier, nimm dir etwas von dem Popcorn. Wow, okay. Was kann ich tun? Ich hab's. Hier kann nur ein Doktor weiterhelfen. Machst du Witze? Du bist kein echter Doktor. Du kannst mir absolut nicht weiterhelfen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Oh, dein Herz ist traurig. So ein Jammer. Ich muss dich aufheitern. Wow, lach doch mal. Hä? Was haben wir denn hier? Oh, Süßigkeiten. Einen Augenblick. Das bringt mich auf eine gute Idee. Zuerst brauche ich etwas Popcorn-Mais. Das ist genug. Und nun füge ich Süßigkeiten hinzu. Okay, gut. Deckel drauf und Hitze hochschrauben. Oh, die Süßigkeiten schmelzen und das Popcorn knallt. Okay, mal nachsehen. Das nenne ich gelungenes Popcorn. Darüber würde sich jeder freuen. Hey, sieh mal, hier ist besonderes Popcorn. Was ist das? Wie hast du das gemacht? Das riecht echt gut. Okay, ich probiere mal eins. Einfach wow, 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 wie ein Regenbogen in meinem Mund. Meinem Herzen geht es schon viel besser. Puh, das ging nochmal gut. Ich freue mich für Sie. Wie werden normale Sachen cooler? Mit einem Hauch Farbe natürlich. Hat man die richtige Farbe zur Hand, kann man wahre Meisterwerke machen. Wer weiß, vielleicht malst du die nächste Mona Lisa. Oder zumindest eine echt cool aussehende Laptop-Hülle. Bereit, den Künstler in dir zu entfesseln? Hey, was ist das? Wie ist das denn hier reingekommen? Sieh nur! Ein wunderschöner Hirsch! Schau doch mal, Jennifer! Der ist echt gigantisch, hä? Huh? Er bleibt stehen? Los, lass uns anfangen, hä? Huh? Das ist alles eine Frage der Technik. Dieser Winkel ist echt funky. Das hilft nichts. Ich brauche etwas Nützlicheres. Bingo! Jetzt kann ich ihn perfekt ausmessen. Bin gleich zurück. Wo gehst du denn hin? Ach, egal. Dann sehe ich mir das mal aus der Nähe an. Aha, ein gutes Maß. Interessant. Jetzt weiß ich, wie man dich malt. Dann mal ran an die Arbeit. Beginne immer zuerst mit Schwarz. Oh, ist die Schwarz schon leer? Oh, das ist doch lächerlich. Ah, Jennifer, du hast mein Meisterwerk ruiniert. Das ist die kleinste meiner Sorgen. Menno, sieh dir diese Farbkleckse an. Oh, dann nochmal von vorne. Es sei denn, ich kann diese Technik anwenden. Findest du das Bild zu dunkel? Nicht mehr lange. Tupf die Farbe einfach auf das Bild. Entferne die Schablone. Dann malst du hier weiter. 2 Farben sind immer besser als eine. Cool, oder? Nun fahren wir die großen Geschütze auf. Mit dem Pinsel verwischst du die Farbe nach außen. Ist das nicht ein toller Effekt? Bin gleich fertig.
gehe mit dem Pinsel auch über die Bäume. Selbst eine Zahnbürste zaubert etwas Magie. Ein paar gezielte Spritzer ist das A und O. Cool! Nun entferne diese Schablone. Und dein Nachtbild im Wald ist fertig. Das ist voll magisch. Sieh dir meins an. Wie hast du das gemacht? Der Sieger steht diese Runde fest. Gut gemacht, Wendy. Ich muss meine Pinseltechnik verfeinern. Härtere Striche, na los. Naja. Okay. Heute ist wirklich ein schöner Abend. Hey, sieh mal, echte Künstler. Hi, ist dieses Pärchen nicht voll süß? Wenn man es kitschig mag, ja. Ich liebe dich so sehr, Liebling. Ich fühle mich inspiriert. Ich will diese Liebe als Bild festhalten. Aha. So. Könnten die zwei noch langweiliger sein? Ich folge besser meinem eigenen Herzen. Ein Farbklecks nach dem anderen. So vermischt sich die Farbe miteinander. Und du kannst dich mit Linien austoben. Hier kommt die Farbe. Gut, die Farbtupfer sind fast weg. Zerknülle nun etwas Alufolie. Und tupfe damit auf die nasse Farbe. Das verleiht dem Bild mehr Textur. Siehst du, was ich meine? Dann nimmst du einen Pinsel und besserst etwas aus. Was wäre ein Landschaftsbild ohne einen Baum? Achte darauf, nicht zu fest aufzudrücken. Noch mehr tupfen. Sieht das nicht absolut schön aus? Ich bin aber noch nicht fertig. Vermische die Farben, damit es lebendiger aussieht. Es fehlt aber immer noch der letzte Schliff. Erkennst du das Liebespärchen? Die zwei stehen nur nicht im Mittelpunkt. Nice! Nun kommt etwas Regen dazu, der ist immer romantisch. Tada! Ist das romantisch genug? Meins auf jeden Fall. Wie ist deins geworden? Könnte besser sein. Gefällt es dir? Wow! Das Bild gehört in ein Museum. Echt? Dann habe wohl ich gewonnen. Nicht schlecht, Jen. Komm her. Bitte? Das Bild ist für euch. Das sind wir, Schnuckelchen. Ciao. Ich habe voll Hunger. Ich brauche einen Snack. Die Lehrerin ist beschäftigt. Die Gelegenheit. Hier drunter habe ich immer einen Snack für Notfälle. Ah, da ist er. Muss mich beeilen. Sie wird sauer, wenn sie das sieht. Sind das Süßigkeiten? Hey! Einfach ignorieren. Sie haben nichts gesehen. Was? Wage es nicht. Sie können mich nicht aufhalten. Das ist ekelhaft, Ava. Ich schäme mich gerade selbst ein bisschen. Aber ich bereue nicht. Ich werde so tun, als wäre das nicht passiert. Mein Snackhunger ist leider nicht gestillt. Zum Glück habe ich noch Chips versteckt. Die werden reichen. Aber ich muss die verstecken. Ach, der Stifthalter wird's tun. Einfach cool bleiben. Es ist ein ganz normaler Tag. Die schmecken echt gut. Die habe ich gebraucht. Mund auf. Oh, das ist nett. Moment mal. Seltsam. Ich habe keine dritte Hand. Hallo, Ava. Chips sind nicht erlaubt. Hast du gehört? Oh, ich hab's gehört. Aber sie hat nichts von Donuts gesagt. Oh, Rückzieher. Ich behalte dich im Auge. Mir doch egal. Ich bin zu schlau für sie. Aha, erwischt. Was? Da juckt's ganz schön. Irgendwas stimmt da nicht. Sie ist gerissen. Ich brauche drastischere Maßnahmen. Ich wusste, dass diese Schaufensterpuppe mal nützlich wird. Muss sie nur noch verkleiden. So ist's gut. Guck einfach weg. Ah, da habe ich, was ich wollte. Das habe ich mir verdient. Das ist der leckerste Donut aller Zeiten. Rosa Zuckerguss und Streusel. Ein Kunstwerk. Diesen Donut wirst du nicht essen. Ich habe dich gewarnt. Nein! Warte, sie haben eine Glatze. Gib den her. Oh, das ist ungerecht. Den essen sie aber nicht. Lass los, sofort, Ava. Wenn du dir mal im Unterricht so viel Mühe geben würdest.
nichts mehr. Verstanden? Jetzt muss ich Noten verteilen. Na gut, warte mal, ich habe eine geniale Idee. Zuerst zeichne ich zwei kleine Kreise, dann verbinde ich sie. Ich mache auch oben so eine Kurve. Dann zeichne ich eine Wellenlinie ein, einmal komplett durch. Und oben kommt auch eine hin. Wenn ich mit der Skizze fertig bin, male ich es mit dem Feinliner nach. So wird's auffälliger. Ich muss nur den Bleistiftlinien folgen. So mache ich keinen Fehler. Wäre schade, wenn ich den Donut jetzt ruiniere. Dann radiere ich die Vorzeichnung weg. Jetzt kann ich ihn ausmalen, aber erstmal nur den Abschnitt innerhalb der Wellenlinien. Das ist der Zuckerguss. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt male ich den Donut aus. Ich nehme dunkles Orange und mit dem Korrekturstift mache ich Streusel drauf. Ich tupfe sie auf den Zuckerguss. Dann kommt noch Schatten dazu. Ich gehe einfach um die Ränder rum. Das mache ich auch bei den Streuseln. So sieht er realistischer aus. Ich denke, das war's. Jetzt zu Schritt 2. Es wird ausgetauscht. Du gehörst mir, Donut. Und das Bild kommt in die Box. Hä? Wer ist da? Ich hab doch was gehört. Was? Stimmt was nicht? Ich lese mein Buch. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Wer hätte gedacht, dass Bücher so nützlich sind? Perfekt fürs heimliche Essen. Raus mit euch! Ab zur nächsten Stunde! Endlich, alle sind weg. Auf den freue ich mich schon. Hey, was ist hier los? Das ist kein Donut. Ich wurde ausgetrickst. Ava! Selfie! Das sieht total süß aus. Hoffe, ich bin nicht zu spät zum Unterricht. Apropos süß. Guck mal, da ist Kevin. Oh Mann, wie sehe ich aus? Hey Kevin, hier drüben. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Wow, er ist so niedlich. Wir wären ein schönes Paar. Wie würden wohl unsere Kinder heißen? Wen kümmert's? Sie wären bezaubernd. Hey, was ist hier los? Nein, so ist das nicht. Klar, dass du das sagst. Ich muss weg. Also Schätze, ich bin wieder solo. Hey Ava, guck dir das mal an. Ist total lustig. Das glaube ich nicht. Das war nicht nett. Ava, da bist du ja. Ich habe ein Eis für dich. Nein, will ich nicht. Das ist Schokoeis, deine Lieblingssorte. Nein, hau ab. Es wird schmelzen. Okay, versuchen wir es nochmal. Wegen Kevin? Oh, sie ist weg. Warte. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Zuerst habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Darauf zeichne ich ein Gesicht. Ich nehme das vor Freude weinende Emoji. Ist ein Klassiker. Hier habe ich einen gelben und pinken Kreis. Die kommen oben aufs Emoji. Den oberen mache ich zum Liebes-Emoji. Sieht niedlich aus. Dann kommen noch zwei Kreise und noch ein Emoji. Das bekommt aber ein trauriges Gesicht. Kopf hoch, Kleiner. Obendrauf kommt ein pinker Kreis. Ich drehe das um und klebe hinten das Eisstäbchen drauf. Ich will doch nur glücklich sein. Ava, das musst du dir angucken. Was denn noch? So siehst du gerade aus. Wir müssen den Schmollmund umdrehen. Sehr lustig. So fühle ich mich. Ich hab dich lieb. Du bist meine beste Freundin. Du bist voll peinlich. Ja, ich weiß. Aber auch lustig, oder? Finde ich auch. Tut mir leid, Ava. Ich wollte nicht, dass das passiert. Hey, guck mal. Nein, du bist so witzig, Kevin. Meh, der ist gar nicht mein Typ. Hast du das selbst gemacht? Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Ugh. Meine Bücher. Sorry, ich helf dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Ah,
Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar. Du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es rund ist natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Egal, ob du reich oder arm bist, 3D-Stift-Hacks können wir alle gebrauchen.
Wie Leute Saft trinken können, der nicht frisch gepresst ist, ist mir ein Rätsel. Oh, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ausgehen. Aber dann brauche ich Schuhe. Na gut. Juhu! Ja, Ava? Ich brauche Schuhe. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe dir das schillerndste Paar rausgesucht. Nein. Ah, okay. Feurig rot? Nee. Sandalen? Was ist mit diesen Sneakern? Nein! Schuhe sind oft ein heikles Accessoire. Wenigstens gefällt mir meine obere Hälfte. Okay, Ava. Das ist das letzte Paar, das du hast. Ach komm, es regnet nicht mal. Bitte entlass mich nicht. Verschwinde einfach. Mir muss doch was einfallen. Kann ich nicht selbst Schuhe machen? Oh Junge, ich verliere den Verstand. Würde sie die anziehen? Mehr habe ich nicht. Es sei denn, das ist ein schöner Übertopf. Ich hab's. Nutze einen 3D-Stift, um die Lücken zu füllen. Mach weiter, bis du die gewünschte Form erreicht hast. Eine Schuhsohle ist schon fertig. Nimm einen Pappbecher wie diesen und schneide ihn in zwei Hälften. Benutze ihn als Schablone, um solche Gitterstäbe zu machen. Mach weiter. Und wenn du damit fertig bist, zieh das Stück Pappe raus. Nimm ein Band, um die Stäbe zusammenzubinden. Mach eine schicke kleine Schleife. Niedlich! Dir werden die gefallen. Oh, Ava! Ich habe für dich die perfekten Schuhe gefunden. Gefallen sie dir? Im Ernst? Todernst. Wirklich? Oh Gott, bitte mag sie. Ich darf meinen Job deswegen nicht verlieren. Bist du sicher? Mein Leben hängt von diesem Moment ab. Entspann dich, Alter. Ich zieh sie an. Puh. Die sind sogar ziemlich süß. Hoffentlich haben sie meine Größe. Nice. Außerdem sind sie einmalig. Ich zeig sie gleich auf Insta. Und das Chaos? Muss ich mich hier um alles kümmern? Oh, ich habe gut geschlafen. Ich sollte Zähne putzen. Wach auf. Guten Morgen. Ich sollte Zähne putzen. Ich bin noch müde. Das kitzelt. Ein strahlend weißes Lächeln. Oh nein! Hat sie das gesehen? Also, was kommt als nächstes? Das Make-up sitzt. Oh, meine Ohrringe. Die hätte ich fast vergessen. Hä, wo ist der zweite Ohrring? Ich bin unschuldig. Keine Ahnung. Sie schöpft keinen Verdacht, oder? Das ist aber seltsam. Was mache ich denn jetzt? Ich habe da eine Idee. Nimm deinen 3D-Stift und male ein Dreieck, etwa so. Lass keinen Platz zwischen den Linien. Wenn dein Dreieck fertig ist, ziehe Linien mit einer anderen Farbe. Wir machen nämlich eine Wassermelone. Nimm verschiedene Grüntöne für die Schale. Mit Schwarz machst du die Samen. Male mehrere schwarze Punkte auf das rote Plastik. Dann drehst du den Ohrring um und klebst einen Ohrstecker an. Ein modischer Leckerbissen. Wir sind noch nicht fertig. Male schmale Linien mit einem 3D-Stift. Wiederhole das auf der anderen Seite. Das soll wie ein Blatt aussehen. Gar nicht übel. Dreh das Blatt um und klebe ein Stück Strohhalm daran. Schneide den Strohhalm auf. So kannst du das Blatt als Ohrring tragen. Wow, das sieht toll aus. Hä? Das Ohr ist verstopft. Wusste ich's doch. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Für meine Bastelidee brauche ich viele Perlen. Ich weiß, du wirst sie lieben. Als nächstes brauche ich meine Klebepistole. Ich drücke den heißen Leim auf die Perlen und achte darauf, dass jede Perle bedeckt ist. Niemand möchte ein gebrochenes Herz. Dieser Ring ist wunderschön. Das sieht tatsächlich gut aus. Und ich habe einen 3D-Stift. Ich zeichne zuerst den Umriss einer Blume.
Jetzt kann ich sie ausfüllen. Ich fange mit den Blütenblättern an und lasse die Mitte noch frei. Dann wechsle ich die Farbe und mache die Mitte der Blume gelb. Da drauf kommt dieser Ring. Und das war's. Wow, dieser Ring macht mich glücklich. Jeder liebt Blumen. Schau dir das mal an, Püppi. Wow. Und schau dir diese Kette an. Wunderschön. Was, wie viel? 900 soll die kosten? Soll wohl ein Witz sein. Aua, mein Kopf. Es regnet Magazine. Die werde ich mir nie leisten können. Das ist ungerecht. Was kriege ich für einen Zehner? Dann werde ich mal ihren Tag retten. Hoffe, meine Verkleidung funktioniert. Wer bist du? Das ist unwichtig. Gehört das dir? Ja, schau dir mal diese Halskette an. Die würde mir super gut stehen, aber sie ist so teuer. Warte kurz, ich werde dir was zeigen. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ganz schön viel Knete. Schleppst du die den ganzen Tag mit dir rum? Weil das wäre irgendwie seltsam. Verurteile mich nicht, ich will dir nur helfen. Oh, okay. Du kannst mit der die Kette machen. Das finde ich gut. Ich will die da. Ich mag blau. Du bist nett, aber umsonst ist die nicht. Ich hoffe, das reicht. Bei Bargeld bin ich immer glücklich. Ich muss aber prüfen, ob der echt ist. Und ich mache mich an die Arbeit. Ich habe die Knete zu einer Scheibe geformt. Und ich habe den unteren Teil einer Spitze abgeschnitten. Damit steche ich zwei Kreise aus. Sieht gut aus. Ich habe zwei Rollen aus weißer Knete gemacht, die ich in die Löcher stecke. Mit einem Winkelmesser teile ich die Scheibe. Jetzt brauche ich ein Glas. Damit entferne ich ein Stück. Das kommt erstmal zur Seite. Da kommt jetzt schwarze Knete ran. Und dann wieder das andere Stück. Ich habe es so geformt, dass es wie ein Mund aussieht. Jetzt rolle ich das, damit keine Naht bleibt. Das müsste reichen. Ich nehme das Metalllineal zum Schneiden. Es werden dünne Scheiben. Aber ich muss aufpassen, dass ich sie nicht zerquetsche. Ich denke, das reicht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt mache ich daraus eine Halskette. Ich habe kleine Haken, die ich in die Knete stecke. Ich habe alle Scheiben verbunden und habe jetzt eine Kette mit Blue. Ich habe noch den Kettenverschluss angebracht. Schau mal, wie findest du sie? Wow, echt fantastisch. Mein Job ist getan. Tschüss, geheimnisvoller Fremder. Was für eine nette Person. Du brauchst auch Schmuck, Püppi. Keine Bange, ich mach dir was. Ich habe nämlich noch Knete übrig. Wow, so schick. Wir passen zusammen. Komm, lass uns unseren neuen Schmuck vorzeigen. Aufpassen, Klasse. Ich möchte, dass ihr diese Formel löst. Die ist etwas schwierig. So sieht sie aus. Ich hätte mal besser lernen sollen. Ich kapiere nichts davon. Nein, das wird so nichts. Hey, lass mich in Ruhe. Oh nein, mein Stift. Hey, Mickey, hast du einen Stift für mich? Ich habe meinen eben zerkaut. Warte, hier hast du... Okay, dann mal weiter. Ich werde bestimmt durchfallen. Oh, soll das ein Witz sein? Was war das? Oh, mein Stift, du Monster! Sch! Wie geht's? Kannst du mir einen Stift leihen? Ich würde alles für dich tun, Ashley. Zwei hintereinander. Warum passiert mir das immer? Ich fass das nicht. Ich bin wohl stärker, als ich dachte. Die Zeit läuft aus. Ich muss mich beeilen. Aber alle sind kaputt. Kann mir jemand helfen? Denk nicht mal drüber nach. Hey, warum schaust du mich an? Finde einen anderen Trottel. Ich kann's ihnen nicht übel nehmen. Entschuldigung, haben Sie einen Stift für mich? Kein Problem, Ashley. Du kannst den hier haben. Nein, stopp! Verschicken Sie Ihre Stifte! Hab ich was verpasst? Weißt du, ich habe alle meine Stifte verloren. Aber Sie hatten doch eben einen in der Hand. Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, dann muss ich mich damit begnügen. Ach, das ist sinnlos. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche die Mine von meinem Stift. Denn ich bastle ja einen unzerbrechlichen Stift. Hier habe ich eine Stiftform. Dort lege ich die Mine rein. Ich dekoriere den auch hübsch. Dafür nehme ich Blütenblätter. Das wird ein hübscher Stift. Ich habe noch ein Gläschen Glitzer. Das schütte ich ins Epoxidharz. Dann muss ich umrühren. Alles schön vermischen. Und so sieht es aus. Jetzt gieße ich das Harz in die Form. Die Blüten müssen komplett bedeckt sein. Daher fülle ich die ganze Form auf. Und wenn das Harz fest ist, kann ich den Stift aus der Form holen. Geht ganz einfach raus. Wow, schau ihn dir an. Ich gebe den gleich Ashley. Wow, ist der für mich?
Den werde ich gleich benutzen. Der schreibt ja gut. Oh, komm schon, Ashley, machst du Witze? Hey, der ist noch in einem Stück. Ein beeindruckender Stift. Ich check das nochmal. Ja, der ist Ashley sicher. So eine emotionale Achterbahnfahrt. Bravo. Vielen Dank. Einsen für alle. Heute ist der Tag. Ich werde mich austoben und feiern. Okay, was ziehe ich an? Mal sehen. Das sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich ziehe mich schnell um. Wow, das sieht gut aus. Aber irgendwas fehlt. Ich will auffallen. Und ich weiß auch schon, womit. Ich habe genau, was ich brauche. Das ist so aufregend. Wow, schau es dir an. Das bringt Glanz in mein Outfit. Ich schau mal, wie ich aussehe. Oh, ich sehe umwerfend aus. Ich denke, ich bin soweit. Warte mal. Ashleys Diadem war eine Tragödie. Ich hätte Mitleid mit ihr gehabt, wenn ich nicht so viel gelacht hätte. Ich will das nicht mehr tragen. Wem mache ich was vor? Ich gehöre nicht auf diese Party. Ich roll mich einfach auf der Couch zusammen und bemitleide mich selbst. Ich werde nie wieder rausgehen. Was? Was ist hier los? Wow, meine Landungen werden immer besser. Oh, was ist los, Ashley? Hallo? Nie habe ich mal Glück im Leben. Was? Was ist hier los? Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Ich bin deine gute Fee. Was hast du für ein Problem? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte für die Party gut aussehen. Das ist alles? Du gehst auf den Ball. Ich meine, die Party. So gehe ich nicht raus. Mach doch was. Sorry, das ist dein neuer Zauberstab. Ich muss noch üben. Mach das nicht nochmal. Was jetzt? Schon gut, gib mir einen Moment. Vielleicht, wenn wir, warte. Dieser Zauberstab sieht seltsam aus, aber den kann ich gebrauchen. Ich werde dieses Diadem verschönern. Mit dem 3D-Stift zeichne ich das Diadem nach. Ich gehe um die Edelsteine herum, denn ich erstelle erst den Rahmen. Ich liebe diese Farbe. Dann wechsle ich die Farbe. Und ich fülle die Edelsteine aus. Ich gehe bis an den Rand. Und dann noch die kleinen Edelsteine. Das nehme ich jetzt vorsichtig ab. Sag Hallo zu deinem neuen Diadem. Ich weiß, ich bin unglaublich. Hier, bitte. Oh mein Gott, ich werde emotional. Es passt perfekt. Warte, was passiert hier? Dieser Teil wird dir gefallen. Wow, das ist ja unglaublich. Aber die Brille passt nicht zum Kleid. Wow, schau mich an. Wunderschön. Vielen Dank, Liebe. Wo ist sie hin? Ich konnte ihr nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Aber ich danke ihr. Und jetzt zur Party. Lalala. Hallo. Willkommen in meiner Küche. Du bist eine tolle Meerjungfrau, Pippi. Was riecht hier so? Mama hat Cupcakes gemacht. Die sehen lecker aus. Finger weg. Wir haben technische Probleme. Ich will doch nur ein, Mama. Nein. Och, du bist voll gemein. Sie glaubt wohl, das ist was Besonderes. Dann zurück zur Schwanzflosse. Wo war ich? Die Sahne. Was hast du, Frau Hund? Sag das nochmal. Das hört sich gut an. Jetzt mache ich ein leckeres Tomatengericht. Nein, mach das nicht, Ashley. Hey, wie geht's denn so? Das ist meine Hündin. Sie mag lange Strandspaziergänge. Ashley. Hi, Mama. Verschwinde von hier. Sorry, ich wollte auch viral gehen. Jetzt stelle ich meine Cupcakes hier rüber. Das ist unsere Chance. Das perfekte Verbrechen. Mama ahnt nichts. Hey, schau mal, ich bin ein Social Media Star. Und jetzt wird gekocht. Dafür brauche ich diese Schüssel. Hä? Wo ist sie hin? Die muss hier doch irgendwo sein. Ich hätte es wissen müssen. Das war so gut. Seht ihr, womit ich mich hier rumschlagen muss? Hey, die will ich wieder haben. Ihr kommt mit. Gib mir die Schüssel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Da ist Zuckerguss auf deiner Nase. Wie ist der denn da hingekommen? Wahrscheinlich wieder ein Knick in der Matrix. Die Show ist vorbei. Alles ist ruiniert. Vielleicht kriege ich's wieder hin. Gib mir einen Moment. Es tut mir leid. Ich wollte euch nur unterhalten, aber nicht mal das kriege ich hin. Hey Mama, schau mal. Wie fühlt sich das an? Da ist es gut. Warte mal. Lass mich mal sehen. Ashley, was hast du getan? Das war mein Schneebesen.
Ich wollte nur helfen. Lass mich nachdenken. Oh, ich hab's. Und was soll ich damit machen? Warte, ich weiß. Das wird euch gefallen. Ich nehme die Plastikschnur und schneide sie zu. Dann arrangiere ich sie zur Kugel. Jetzt brauche ich den 3D-Stift. Mit dem verschmelze ich die Teile. Dann gehe ich nach oben, denn das wird der Griff. Ich habe einen neuen Schneebesen. Ist der nicht hübsch? Bald bekommt ihr den in meinem Online-Shop. Du hast einen Online-Shop? Na egal, hier ist deine Schüssel. Testen wir meinen neuen Assistenten. Er macht seinen Job. Wie schaltet man das Ding aus? Puh, was für ein Tag. Jetzt will ich mich entspannen. Das war harte Arbeit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Da ist die Stelle. Ein kleiner Schnitt hier. Das sieht echt gut aus. Mir ist voll langweilig. Nicht dein Ernst. Das ist der beste Unterricht. Hey Molly, da ist was hinter deinem Ohr. Da ist was? Wow, wo kommt die denn her? Bist du eine Zauberin? Vielleicht bin ich das. Wow, echt cool. Das bringt mich auf eine Idee. Für die brauche ich eine Menge Karton und einige Federn. Jetzt baue ich eine Schachtel. Alles passt zusammen. Ja, so wird's gehen. Mindy, guck dir das mal an. Hä? Was ist das? Wow, hast du das gemacht? Du hast noch nicht alles gesehen. Guck, der frisst die Münze. Cool, stimmt's? Lass mich mal. Na klar, probier's. Ich muss mich konzentrieren. Ich will keinen Fehler machen. Das ist ein fetter Popel. Hä? Was ist das? Das ist meine Kitty. Ich weiß, die ist toll. Ist okay, neidisch zu sein. Ich will die. Schau sie dir an. Molly? Darf ich? Na klar, war nur Spaß. Ha, reingelegt. Das war nicht nett. Du kriegst meine Kitty nicht. Oh, sie ist echt fies. Ihr werde ich's zeigen. Zuerst halbiere ich den Karton. Jetzt brauche ich Kleber. Ich trage den um den Rand herum auf. Hier habe ich einen gezackten Streifen. Den klebe ich an. Ich klappe die Ränder um und bekomme eine Schachtel. Ich habe Papier um einen Holzspieß gewickelt. Das kommt in die Schachtel. In dieser Karte ist ein Schlitz. Die kommt oben auf die Schachtel. Ich ziehe das Papier durch den Schlitz und male drauf. Das war's. Molly, guck dir das mal an. Das ist ein Hello Kitty Cartoon. Ziemlich cool, oder? Was? Wo hast du das her? Ich will auch sowas. Es gibt nur eine Lösung. Ich tausche mit dir. Du weißt, was ich will. Juhu, hat sich schon gelohnt. Das ist so weich und kuschelig. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist echt cool. Das könnte ich ewig machen. Mein Wecker ist gestellt. Jetzt ist Schlafenszeit. Ich glaube, ich habe was vergessen. Aber was? Warte mal. Ich habe die Prüfung vergessen. Oh nein, nicht gut. Ich muss lernen. Es ist noch nicht zu spät. Okay, ich schaffe das. Das ist nur vom Halbjahr. Kann ja nicht so viel sein. Oh, ich bin so müde. Aber ich muss weitermachen. Du lernst noch was? Ich habe ein paar Snacks für dich. Oh, du bist die Beste. Ich weiß. Hä? Was ist das? Sch, ich muss das lernen. Deine Lampe flackert. Hm, da stimmt was nicht. Und jetzt ist sie kaputt? Das ist nicht gut. Hoffe, du hast keine Angst im Dunkeln. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Los geht's. Ich zeichne Herzen auf den Pappbecher und schneide sie aus. Dann kommt eine Scheibe Pappe obendrauf. Hier schiebe ich einen Holzstab durch. Jetzt brauche ich viele Pappscheiben. Die staple ich und mache ein Loch rein. Auch in den Becher. Da stecke ich das Licht rein. Den Holzstab stecke ich in die Pappkreise. Und schon habe ich eine süße Schreibtischlampe. Oh, Mindy, die wird dir beim Lernen helfen. Oh, wow. Genau, was ich brauche. Die ist perfekt. Viel Glück, Süße. Du schaffst das. Ja, ich glaube schon. Das Buch ist interessant, aber Lesen ist anstrengend und macht Appetit. Ich brauche was zu essen. Zum Glück bin ich vorbereitet. Ich esse was Süßes. Mm, die sind gut. Ich bin gerade voll glücklich. Nichts kann das ruinieren. Was glaubst du, was du da tust? Süßigkeiten wandern in den Müll. Das ist so unfair. Ich habe die genossen.
Du kennst die Regel. Ich bin enttäuscht von dir, Mindy. Jetzt lies dein Buch. Haha, ich bin zu schlau für sie. Ich habe noch mehr Süßigkeiten versteckt. Nein, ich kann nicht. Oder doch? Es muss einen Weg geben, die zu essen. Warte, ich hab's. Ich schneide eine Wolke aus Karton aus. Da klebe ich Augen und einen Mund drauf. Ich trage Kleber auf den Rand auf und klebe Schaumstoff an. Ich brauche noch einen Reißverschluss. Jetzt habe ich ein süßes Notizbuch mit einem leckeren Geheimnis. Ist wie ein süßer Regenbogen. Viel besser. Die Lehrerin wird's nie erfahren. Mindy, was machst du da? Nichts? Oh, okay. Ruiniere nicht meine Chipszeit. Wow, guck dir dieses Zimmer an. Es ist wunderschön. Und so ein schöner Schreibtisch. Ich werde mich hier wohlfühlen. Hä? Was ist das? Ein Geschenk für mich? Wäre doch nicht nötig gewesen. Hä? Was ist das für ein schrecklicher Lärm? Wow, hast du das Solo gehört? Und was jetzt? Schätze, das beantwortet meine Frage. Was hast du bekommen? Machen wir sie auf und finden es heraus. Wieso hast du die schicke Box bekommen? Tja, manche verdienen die schönen Dinge und andere eben nicht. So ist das Leben. Wow, guck mal, hier sind so viele coole Sachen drin. Ich weiß. Womit fange ich an? Das sieht alles so spaßig aus. Macht es dir was aus? Was? Du hast doch schon mal was von Freiraum gehört, oder? Ich wollte nur mal gucken. Tja, kannst du aber nicht. Ist alles meins. Hä? Oh, das sieht lustig aus. Das ist ein kleiner Dinosaurier. Ich frag mich, was der macht. Ein Lolli? Es wird immer besser. Der schmeckt gut. Sie bekommt Spielzeug und Süßigkeiten? Ich muss meine Kiste aufmachen. Hoffentlich sind da auch so coole Sachen drin. Los geht's. Das Klebeband ist ab. Hä? Die ist leer. Was ist hier los? Total enttäuschend. Ich glaube, ich habe hier noch einen Lolli. Wo ist der? Was ist das? Nee, das ist er nicht. Hier ist er. Und der ist ekelhaft. Den lutsche ich nicht mehr. Ich bin gerade voll neidisch. Nie bekomme ich die schönen Sachen. Warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich kann dieses Ei nehmen. Ew. Den will ich nicht mehr. Gib schon her. Hey, das ist meiner. Ich steche ein Loch in den Boden. Und dann schiebe ich den Stiel dadurch. Passt perfekt. Guck's dir an. Wow, das ist ziemlich clever. Bekomme ich meinen Lolli wieder? Das ist jetzt mein Lolli. Der ist köstlich. Wenn ich fertig bin, mache ich einfach den Deckel zu. Jetzt wird er nicht mehr schmutzig. Na gut, ich habe noch einen Lolli. Der Dinosaurier schützt den für mich. Ich habe eine tolle Idee. Nimm das. Hey, hör auf. So ist das also, ja? Ja, so ist das. Guck dir das an. Wow, das ist ja ein Mega-Lolli. Und der gehört mir. Das ist toll. Lasst uns Spaß haben. Fertig? Los, los, los. Ist total hypnotisierend. Ich kann nicht weggucken. Aber wisst ihr, was noch mehr Spaß macht? Dieses coole Seifenblasenspielzeug. Voll cool. Ich wette, ihr hättet das auch gerne. Ja, will ich. Es könnte euch gehören. Kann es? Wie? Sag's mir. Ich will das auch. Aber das bleibt wohl nur ein Wunsch. Es muss doch einen Weg geben. Mickey? Hallo? Ja? Siehst du das? Unglaublich! Es war die ganze Zeit hier. Heute ist mein Glückstag. Ich brauche diese Schüssel. Die können weg. Ich werde Blasen machen. Ich gieße das in die Schüssel. Das müsste reichen. Jetzt werden Seifenblasen gemacht. Ich tauche das Spielzeug in die Schüssel. Unten muss alles beschichtet sein. Das wird ein Spaß. Ich denke, es ist soweit. Wow, das klappt. Guck sie dir an. Seifenblasen machen. Und einen immer happy. Das ist toll. Ich will auch Seifenblasen machen, aber wie? Warte, vielleicht wenn ich... Ich glaube, ich hab's. Ich kann den Strohhalm nehmen. Ich nehme auch Mickeys. Eigentlich brauche ich noch mehr. Die müssten reichen. Ich tauche sie in die Schüssel. Alle Strohhalme müssen bedeckt sein. Dann brauche ich einen Föhn. Guck's dir an. Wuhu, ich bin die Seifenblasenkönigin. Wow, das ist das Tollste, das ich je gesehen habe. Mach weiter, Mickey. Wir brauchen mehr Seifenblasen. Hier kommen sie. La la la. Die
Unser Einhorn-Push-Pop ist so cool. Ich bin am Shredden. Macht's dir was aus? Hey, hör auf! Woo! Rock! Hör auf, mir damit vom Gesicht rumzuwedeln. Ich mein's ernst. Oh, ich komm zu spät zum Auftritt. Ich brauch meine Sonnenbrille. Und jeder Rockstar hat eine Lederjacke. Ich hau jetzt ab. Endlich kann ich mich wieder denken hören. Und sie ist weg. Ich hab Zeit für mich. Diese Brille ist so süß. Wird Zeit, sich zu entspannen. Ha, das ist viel besser. Guten Abend. Seid ihr bereit abzurocken? Ich könnte auch an meiner Bräune arbeiten. Das ist schön. Ich sollte das öfter machen. Was für ein wunderbares Publikum. Ich werde meinen neuen Song spielen. Puh, hier wird's ganz schön heiß. Ich muss mich abkühlen. Gut, dass ich eine Flasche Wasser hab. Los geht's. Schalalalala. Was zum... Oh yeah. Lalala, Gitarrensolo. Ich versuch's nochmal. Langsam, langsam. Wuhu! Zeigt mir, wie ihr abgeht. Jetzt das große Finale. Ich danke euch. Ich liebe euch alle. Denkt dran, mein neues Album zu kaufen. Wow, was für eine Show. Das könnte meine beste gewesen sein. Was ist denn hier passiert? Dein Ernst? Tut mir leid. Das passiert immer wieder. Musik kannst du nicht eindämmen. Sie ist unaufhaltsam. Das macht gar keinen Sinn. Warte, was ist das? Genau das brauche ich. Das wird mein Problem lösen. Zuerst nehme ich die Flasche ab und fülle sie mit Wasser auf. Das müsste reichen. Jetzt kommt sie wieder auf den Spender. Ich schraub den einfach drauf. Der muss festsitzen. Ich stelle die Tasse hier drunter. Dann drücke ich den Hebel. Und meine Tasse wird gefüllt. So einfach ist das. Ich könnte auch ein bisschen Wasser vertragen. Das ganze Singen hat durstig gemacht. So erfrischend. Kann ich auch was trinken? Nein, besorg dir selbst was. Das ist unfair. Aber ich kann mir sowas auch selbst machen. Ich brauche nur eine Flasche und einen Becher. Zuerst stelle ich die Flasche in den Becher. Als nächstes dekoriere ich den. Ich klebe diesen süßen Elefanten drauf. Jetzt steche ich da ein Loch rein. Ich mache es dahin, wo der Rüssel des Elefanten sein würde. Das Loch muss durch den Becher und die Flasche gehen. Dann stecke ich einen Strohhalm durch das Loch. Ich habe Wasser in die Flasche gefüllt. Und schon bin ich fertig. Wow! Diese Reaktion habe ich erwartet. Wenn ich den Deckel drehe, kommt das Wasser raus. Ziemlich cool, stimmt's? Und das war ganz einfach. Wow, ich bin echt beeindruckt. Ha, das brauche ich jetzt. Zum Wohl. Ich denke, ich nehme auch noch was. Du bist so süß. Und du machst mich so glücklich. Was soll das? Warum hast du dieses Foto? Warte, er gehört mir. Nein, er ist mein Freund. Nun gut. Ich werde ihn mit einer Geschenkbox überraschen. Wirklich? Oh, also, das wollte ich auch. Meine wird total romantisch. Ja, sicher. Ich habe mir was einfallen lassen. Er zockt gerne. Ich wusste das, siehst du? Und ich habe einen Lolli für ihn. Das war's? Das ist alles, was du hast? Ich habe ihm eine Limo besorgt. Ich auch? Scheint so, als ob deine Box schon voll ist. Aber ich habe noch mehr. Ich habe Luftballons. Ist doch nichts Besonderes. Deine sind so klein. Das sind Luftballons. Aber, gib's zu. Meine Geschenkbox ist besser. Ich dachte, die würden ihm gefallen. Warte, ich weiß, wie ich das hinkriege. Ich brauche was aus meiner Spielzeugkiste. Damit wird's gehen. Zuerst kommt dieses kleine Auto hier hin. Und der Ballon kommt hier drauf. Dann drücke ich den Hebel runter und der Ballon wird aufgeblasen. Dieses kleine Gadget erledigt den Rest. Wow, warum habe ich das nicht früher gefunden? Ich will den nicht platzen lassen. Ich binde den an die anderen Ballons. Nee, nee. Es ist noch nicht vorbei, Mickey. Ich glaube schon. Ihm wird das gefallen. Ich kann das nicht zulassen. Ich muss was tun. Warte, ich weiß. Die Limo wird mir helfen. Ich meine die Flasche. Zuerst genehmige ich mir einen Drink. Oh ja, die ist gut. Ah, dann fange ich mal an. Ich stecke einen Trichter in die Flasche. Dann schütte ich Backpulver rein. Ich brauche nicht viel. Okay, das reicht schon. Jetzt kommt Essig dazu. Deswegen habe ich den Trichter. Ich will keine Sauerei machen. Guck dir diese Blasen an. Jetzt stülpe ich den Luftballon drüber. Das Gas wird ihn aufblasen. Guck's dir an.
Ich denke, das reicht. Ich drück den Ballon zu und zieh ihn von der Flasche ab. Das habe ich auch mit den anderen gemacht. Also, das sind richtige Luftballons. Willst du mich verschaukeln? Ich habe Ballonneid. Du hast gewonnen. Ich wollte was Besonderes machen. Oh, nicht weinen. Hey, nimm den Ballon. Oh, danke. Kein Problem, beste Freundin. Wow, sieh dir das an. Ich mag die feinen Dinge des Lebens. Tja, ich bevorzuge Geld, um mich abzukühlen. So ist es besser. Das bringt mich auf eine Idee. Ran an die Arbeit. Ich schneide das Papier in 4 Teile. Jetzt benutze ich die Quadrate als Schablone. Als nächstes falte ich das Quadrat um, bis es wie ein Fächer aussieht. Das gleiche mache ich auch mit dem Rest. Jetzt kann ich kreativ werden. Ich male sie aus. Wir brauchen ein paar Augen. Jetzt setzen wir die Teile zusammen. Ich benutze Kleber, um sie zu verbinden. Als nächstes rolle ich alles ein. Ich brauche einen Griff. Dieser Faden wird hilfreich sein. Ich bringe ihn am Fächer an. Und jetzt zeichne ich ein Accessoire. Ich male es aus und klebe es hier. Wow, jetzt kann ich mich abkühlen. Hallo Fidget-Fans, willkommen zum Wettbewerb. Lasst uns unsere Teilnehmer kennenlernen. Hallo, ich bin echt froh, hier zu sein. Hier ist dein Tablett voll mit Leckereien, Lexi. Und auch eins für dich, Mia. Wow, da gibt es so viele Sachen. Das reicht. Hey, der Typ mit dem schlechten Hemd, komm mal her. Ja? Gib Lexi noch mehr. Das kann ich tun. Viel Glück, Lexi. Wow, da gibt es so viele Dinge zu verwenden. Aber das war meins. Ja und? Das gehört jetzt mir. Du kannst diesen Ballon haben. Viel Spaß. Nur ihn? Oh je. Wow, sieh dir das an. Das ist meine Chance. Das perfekte Verbrechen. Ich brauche noch was anderes. Die sind perfekt. Der ist so matschig. Ich liebe ihn. Das ist genau, was ich brauche. Also dann mal los. Ich hole den Schleim aus dem Behälter. Das fühlt sich komisch an. Jetzt brauche ich den Ballon. Ich gebe den Schleim in den Ballon. Und mache dann einen Knoten. Er ist schön fest. Dann wickle ich das Netz darum. Dieses Gummiband hält ihn in Position. Ich probier's mal. Das macht echt Spaß. Es ist wie ein Fidget-Toy. Fühlt sich toll an. Die Zeit ist um. Mal sehen, wer gewinnt. Psst, komm mal her. Ich bin gleich zurück. Lexi hat gewonnen, verstanden? Ich liebe meinen Job. Was wollte ich sagen? Ach ja, die Gewinnerin ist... Das ist der Teil, in dem er meinen Namen sagt. Warte mal kurz, warum ist mein Bein kalt? Oh nein, das ist echt peinlich. Wo geht sie hin? Das war komisch. Egal, Mia, du hast gewonnen. Ich? Toll, das ist so aufregend. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich möchte Mama und Papa danken und auch Lexi für ihre Kleidung. Das macht wirklich Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag tun. Das gibt's doch nicht. Poppet ist vorbei. Was soll das heißen? Fertig, beendet. Etwas Hilfe? Wunderbar. Nein, mach's nicht. Das muss getan werden. Das schmerzt mich mehr, als es den Poppet schmerzt. Vertrau mir. Aber ich darf nicht mit einem Poppet gesehen werden. Ich habe einen Ruf zu wahren. Du Monster. Schau, was du getan hast. Ich werde dich nicht vergessen. Ach komm schon, du machst dich lächerlich. Ich habe eine Idee. Ich kann Lexi ein Spielzeug basteln. Zuerst zeichne ich eine Form auf diesen Schaumstoff. Dann schneide ich sie aus. Dafür brauche ich 2 Schaumstoffstücke. Ich male Kreise auf ein Stück und schneide sie aus. Das kann ich im Moment beiseite lassen. Ich hole mir noch ein Stück Schaumstoff und schneide dann einige kleine Quadrate aus. Mit einem Bügeleisen weise ich den Schaum auf. Jetzt, wo er weich ist, kann ich ihn um diese Murmel wickeln, sodass eine Vertiefung entsteht. Mit dem Rest werde ich genauso verfahren. Ich stecke die Vertiefungen in den Schaumstoff. Genau so.
Ich gebe etwas Klebstoff auf die Rückseite und klebe das zweite Stück darauf. Ich benutze diesen Pfeifenreiniger rund um den Rand des Schaumstoffs. Das sieht ja gut aus. Jetzt brauche ich zwei große gelbe Kreise. Ich zeichne um den oberen Teil des Schaums herum und schneide das Stück aus. Ich habe eine Mondform auf diesen schwarzen Schaum gemalt und klebe sie auf den gelben Schaum. Es ist an der Zeit, sie zusammenzusetzen. Ich füge nur noch einige Details hinzu. Es sieht genau wie ein Emoji aus. Sieh mal, was ich habe. Oh, gib mal her. Das ist echt cool. Ich liebe es. Moment, das muss ich posten. Da, jetzt ist es zurück. Das ist das Beste. Oh, so viele Spielzeuge. Aber die sind alle langweilig. Oh, der da. Der ist schon süß. Nö, ich bin damit durch. Weiter. Igitt. Ich hasse die alle. Hier muss es doch was geben, was Spaß macht. Wahnsinn. Das ist echt krass. Hm, was soll dieses Geräusch? Hey, hier drüben. Hey, hey. Ich? Ach so, gefällt dir das? Ja, ja, ich will es. Komm mal raus. Wow, das ist super. Kann ich es bitte haben? Los, komm mit. Bin so froh, dass wir uns getroffen haben. Ich muss ganz leise sein. Perfekt. Sie ist eine Diebin. Ich hau besser ab. Ist auch nur ein Strohhalm. Keine Sorge. Mach's dir bequem. Netter Ort. Ich brauche noch ein paar Sachen. Die sind hier irgendwo. Ups, das ist ein bisschen unordentlich. Ja, wem erzählst du das? So, was machst du jetzt? Psst, ich versuche mich zu konzentrieren. Hast du keinen Butler oder so, der für dich aufräumt? So, jetzt habe ich alles. Cool. Aha. Büroklammern? Was mache ich eigentlich? Genau, was machst du? Ich brauche noch eine Flasche. Ah, so ist es besser. Ihre Flasche mit reichhaltigem Wasser, Ma'am. Ich habe einen teuren Geschmack. Mach dein Ding. Okay. Ich schneide zunächst Teile der Strohhalme ab. Jetzt mache ich die Büroklammer an dem Strohhalm fest. Dann mache ich eine Kette aus Büroklammern. Da fehlt noch was. Wir brauchen Augen. Ich nehme jetzt die Wasserflaschen und werfe die Strohhalme hinein. Schau sie dir an. Hier, bitte sehr. Die sind echt süß. Sie schwimmen. Ich wollte schon immer Haustiere. Vielen Dank, Mia. Die sind so weich und matschig. Ist das nicht Mia? Hm? Oh, hallo, Lexi. Schau, ich habe Steine. Warum bekommt sie all die tollen Sachen? Hi, willst du spielen? Klar. Komm, setz dich. Danke. Gefallen dir meine Steine? Ja, ich tausche mit dir. Warte mal kurz, reicht das? Ich will kein Geld. Na gut, was habe ich noch? Das ist ja eine hübsche Halskette. Nee. Du verhandelst echt hart. Wie wär's mit Nagellack? Oh, ja, ja. Wahnsinn, ich kann's nicht glauben, dass ich Steine hab. Die sind super. Und richtig schick. Hm. Ich hab eine Idee. Ich kann Stressbälle machen. Zuerst zerquetsche ich die Knetmasse. Das tut gut. Dann rolle ich sie zu einem Ball. Ich will, dass sie schön glatt ist. Sieht gut aus. Zeit für den Nagellack. Ich trage ihn auf die Knetmasse auf. Der hier wird blau sein. Ich bedecke die Kugel vollständig mit dem Nagellack. Ich möchte keinen Punkt verpassen. Jetzt habe ich Stressbälle. La 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 la, gib mir einen Kuss, Mrs. Stone. Was macht sie da? Geben Sie mir die. Spielen Sie stattdessen mit diesem Stein. Diamanten machen mehr Spaß. Na gut, versuchen wir es mal. Oh ja, das fühlt sich so gut an. Das war eine tolle Idee. Oh, dieser Ring macht keinen Spaß. Mia, darf ich mitspielen? Wahnsinn, danke. Es fühlt sich so matschig an. Ich liebe es.
Ich wusste, dass es dir gefällt. Ich bin jetzt so entspannt. Wow, du bist so schlau. Wollen wir Spaß haben, Teddy? Hui, du kannst so hoch springen. Oh nein, was habe ich getan? Ich bin ein Monster. Annie? Mama, guck dir mein Teddy an. Oh, keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche nur dieses Tape. Ich schneide ein Stückchen ab und male es rosa an. Es muss komplett bemalt sein. Dann lege ich einen Strohhalm in die Mitte, klappe das Tape um und puste in den Strohhalm. Die perfekte Blase. Ich drücke das Ende zum Versiegeln zusammen. Ich habe verschieden große Blasen gemacht. Jetzt klebe ich sie zusammen. Mit einem Korrekturstift male ich auf die Blase. Ich beginne mit einem großen Kreis. Den male ich dann aus. Als nächstes kommen die Augen. Und dann die Nase und der Mund. Das wird süß aussehen. Jetzt klebe ich Papierohren an. Oh, schau's dir an. So weich und knuddelig. Oh, Annie, schau mal, was ich hier habe. Wow, der ist ja süß. Ich will damit spielen. Mach ruhig, aber nicht so doll. Puh. Du bist mein bester Freund. Komm, lass uns spielen. Mittagessen, okay? Wir sehen uns später. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Das Schild kommt hier hin. Ah, jetzt kann's losgehen. Oh, eine Kundin. Hey, Mami. Huh? Oh, hi, Chloe. Willkommen in meinem Laden. Gefällt dir hier was? Ich habe keine Zeit dafür. Das soll 38 Euro kosten? Nein. Ist okay, ich habe noch mehr. Hm? Was denn jetzt? Ein Flamingo. Süß. Ist verlockend, aber nein, danke, Süße. Ich muss meine Tasche finden. Da habe ich was für dich. Die ist heute eingetroffen. Meine Handtasche? Gib sie her. Das wird dich was kosten. Ich habe kein Geld. Tut mir leid. Dann bekommst du sie nicht. Geld. Aber gut, ich spiele mit. Warte kurz. Ich muss nur was holen. Glänzend. Sei nicht albern, Mama. Ich akzeptiere nur Bargeld. Ich hab's eilig, Chloe. Was mache ich denn jetzt? Warte, ich habe eine Idee. Ja, ich denke, das wird klappen. Ich brauche die Handschuhe und diese Box. Bin gleich wieder da. Ich schneide Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache eine dünne Leimspur auf diese Kante. Das müsste reichen. Das klebe ich jetzt auf das Rechteck. Ich drücke es an, damit es festklebt. Das mache ich auch mit dem Rest. Die Endstücke haben kleine Schlitze. Als nächstes brauche ich einen Papierstreifen. Ich rolle den so auf. Das muss schön eng werden. Ein Stück lasse ich raushängen. Das schiebe ich dann durch den Schlitz. Sieht gut aus. Jetzt kommt Kleber auf den Rand dieses Kartons. Gut, dass ich Handschuhe anhabe. Ich klebe das oben auf die Box. Das ist etwas kleiner. So soll es auch sein. Jetzt zum letzten Teil. Ich trage Kleber an drei Seiten auf. Und dann klebe ich es schräg an. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt wird dekoriert. Ich trage Kleber an den Seiten auf. Dann kommt schwarzer Stoff drauf. Ich will keine Falten drin haben. Hinten ragt ein bisschen Stoff über zum Umklappen. Jetzt klebe ich weißen Karton auf. Für das Display und das Tastenfeld. Ich ordne die Zahlen gleichmäßig an. Jetzt brauche ich meine Kreditkarte. Puh, sie wird angenommen. Der Bon kommt oben raus. Ich hoffe, das gefällt Chloe. Finden wir es heraus. Kann ich jetzt mit Karte zahlen? Wow, das ist ja cool. Jedes Geschäft braucht einen Kartenleser. Mein Business läuft. Also, kann ich jetzt die Tasche kaufen? Hä? Oh, natürlich. Das hatte ich gehofft. Ich schieb die Karte hier rein und ich schließe den Kauf ab. Schön, mit dir ins Geschäft zu kommen. Hier, bitte sehr. Endlich, jetzt kann ich los. Was war das? Wie kommt die denn dahin? Soll das ein Scherz sein? Hey, was mache ich denn jetzt? Angebot und Nachfrage, Mama. Zieh deine Kreditkarte gleich wieder durch. Brumm, brumm, quietsch, tut, tut. Das war ganz schön knapp. Aus dem Weg, ich komme. Niemand kann mich aufhalten. Schalalalala, das Zimmer wird gesaugt. Ich fühle mich so gut. Gibt's was Schöneres als das? Schubidubidu. Warte mal. Tritt aufs Gas. Brumm. Juhu. Schneller, schneller. Warum wird es hier immer so schmutzig? Hä? Der Sauger saugt nicht. Was ist los? Ich versteh's nicht. Der funktioniert nicht.
Das ist seltsam. Wie kann das sein? Oh, ich hätte es wissen müssen. Hey Mama, lass uns fahren. Wirklich, Chloe? Ich mach hier sauber. Das wandert in den Müll. Oh, du bist eine Spaßbremse. Wenn ich es mir recht überlege. Das ist so ungerecht. Hey, warum guckst du mich so an? Ich habe eine Idee. Ich schneide solche Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich beginne mit diesem Teil. Ich trage Kleber auf die Kante auf. Das reicht schon. Jetzt klebe ich das auf das große Rechteck. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite. Ich habe diesen langen Streifen Pappe. Den kann ich biegen und formen. Ich benutze Kleber, um ihn zu fixieren. Das kommt erstmal beiseite. Ich habe ein Loch in den Limo-Deckel gemacht. Da schiebe ich jetzt zwei Strohhalme durch. Die müssen festsitzen. Und nicht rausrutschen. Aber mit Kleber fixiere ich sie noch. Ich trage den außen um den Deckel auf. Ich habe ein passendes Loch oben in den Karton geschnitten. Die Strohhalme kommen da rein. Und unten aus dem Loch wieder raus. Jetzt brauche ich noch mehr Limo-Deckel. Ich schiebe den Holzstab durch den Strohhalm. Der Halm ist etwas kürzer als der Holzstab. Die Limo-Deckel kommen an die Enden. Dann fixiere ich alles mit Kleber. Probieren wir es aus. Wow, wie schön das rollt. Ich befestige die unten am Karton. Ich muss noch ein paar Sachen anbringen. Wie Scheinwerfer und Fenster. Jetzt stülpe ich den Luftballon über den Limo-Deckel. Den Ballon blase ich auf und die Fahrt geht los. Aufgepasst. Was zum? Was ist das? Wow, das ist fantastisch. Ich wusste, dass es dir gefällt. Danke, Mama. Nicht der Rede wert, mein Schatz. Ich werde es gleich ausprobieren. Es ist soweit und los geht's. Wow, das gefällt mir. Das ist so schnell. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt es. Ups, tut mir leid, Mama. Ich hoffe, du bist versichert. Daran hätte ich früher denken sollen. Volle Fahrt voraus. Los. Das ist so spannend. Nein, ich werde verlieren. Weiter so, Mama. Kinder haben ist anstrengend, das wissen wir. Und wir sind hier, um zu helfen. Wir haben uns tolle Hacks ausgedacht, die das Leben leichter machen. Es gibt keinen Grund, uns zu danken. Das ist unser Job. Ich liebe dieses Rouge. Oh, jemand ruft an. Ich sollte besser rangehen. Hallo? Oh, hey. Wirklich? Das glaube ich nicht. Pop, pop, pop. Oh, Mama telefoniert. Ich will das auch. Hä? Was du nicht sagst? Du hättest dabei sein sollen. Okay, bis später. Oh, tschüss. Ich bin total erwachsen. Aber ich brauche ein richtiges Telefon. Ich sollte nicht, aber ich kann nicht anders. Das perfekte Verbrechen. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Erwischt. Rückzug, Rückzug. Aber ich gebe nicht auf. Ganz langsam. Oh, du brauchst ein bisschen Puder. Kitzel, kitzel. Süß, Mama. Okay, jetzt aber. Oh, du willst mich umarmen. Das ist so süß. Ich brauche das. Ja, genau das hatte ich vor. Langsam wird's albern. Mami muss sich fertig machen. So bekomme ich nie das Telefon. Sieht gut aus. Ich brauche noch meine Handschuhe. Aha, sie ist abgelenkt. Jetzt aber schnell. Wir sollten uns unbedingt zum Essen treffen. Da sind sie ja. Die sind so schön weich. Hört sich gut an. Ups. Annie? Nein. Ich rette es. Wow, wie hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht von dir, Annie. Tut mir leid, Mama. Mein Telefon ist kein Spielzeug. Warte. Vielleicht aber ein anderes. Ich habe eine tolle Idee. Diese Kiste ist perfekt dafür. Dann fange ich mal an. Ich beginne mit diesem Karton. Ich mache eine schnelle Skizze. Und zwar von einem Telefon. Ich bin eine Künstlerin. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Dann wird es realistischer. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Display. Dann mache ich drüben weiter. Das wird die andere Seite des Telefons. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Dann schneide ich das aus. Das war einfach. Ich drehe die beiden Teile um. Und jetzt brauche ich meine Klebepistole. Der Kleber kommt auf die Kante. Ich brauche nicht viel. Jetzt kommt das Stück Wellpappe ran. Ich klebe es an den Rand. Das wird die Seite des Telefons. Es kommt rundherum. Genau so. Das andere Teil kommt oben drauf. Das mache ich auch mit den anderen Teilen. Langsam nimmt es Gestalt an.
Jetzt muss ich sie verbinden. Dafür nehme ich ein kleines Scharnier. Mit dem wird's gehen. Ich klebe es innen an den Karton. So kann man es aufklappen. Genau wie beim echten Telefon. Jetzt male ich es noch an. Ich nehme dafür meinen Korrekturstift. Für den Rand nehme ich einen pinken Marker. Jetzt umdrehen und die andere Seite ausmalen. Es kommt noch mehr. Ich klebe noch dieses süße Kätzchen drauf. Ich habe ein Fenster für das Display ausgeschnitten. Da schiebe ich dieses Bild ein. Und das war's. Ich werde es gleich Annie zeigen. Schau mal, was ich hier habe. Versuchen wir es nochmal. Hallo, du willst mit Annie sprechen? Wow, unglaublich. Es ist für dich. Ist das ein Scherz? Wow, das ist so cool. Ich muss ganz dringend telefonieren. Hoffe, jemand geht ran. Hallo, Annie. Du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Du wirst lachen. Erzähl mir alles. Ich dachte, Meerjungfrauen wären lustiger. Mama! Das hört sich nicht gut an. Mami, kommt schon. Chloe, was ist los? Sag es, Mami. Mein Spielzeug ist langweilig. Oh, warte mal. Hä? Was ist das? Probier es aus. Das sieht lustig aus. Komm her, Entchen. So schöne Farben. Das gefällt mir. Das sollte sie beschäftigen. Und die Ente kommt obendrauf. Das war's? Mama! Was denn noch? Ich möchte doch nur lesen. Was ist los? Ich hab das fertig. Wow, du bist ein Genie. Ich hole dir etwas anderes. Bitte sehr. Viel Spaß und lass dir Zeit. Das ist cool. Ich muss die Bilder zuordnen. Wie schwer wird das schon sein? Überhaupt nicht schwer. Langweilig. Mama! Nicht schon wieder? Oh, hey Pikachu, wie geht's denn so? Was? Guck, ich bin damit fertig. Es muss doch was geben, was sie beschäftigt. Mal sehen. Komm schon, denk nach. Nein, nichts. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich frag mich. Ja, ich hab's. Das ist die Lösung. Warte hier, Schatz. Ich brauche ein Stück Pappe und eine Schere. Ich schneide die Ecken ab, denn ich will sie rund machen. Perfekt. Jetzt werde ich kreativ. Und dafür brauche ich einen Marker. Ich zeichne ein Quadrat auf den Karton. Das unterteile ich dann in Abschnitte. Ich mache ein Gitter. Und ich nummeriere jedes Quadrat. Jetzt schneide ich das Gitter aus und lege es erstmal beiseite. Ich habe hier ein rosa Blatt. Damit beklebe ich das Quadrat. Das ist schön leuchtend. Ich drehe es um und gehe mit dem Klebestift rüber. Das muss super klebrig sein, denn es wird der Rahmen. Jetzt brauche ich ein weißes Blatt. Darauf male ich Herzchen. Als nächstes skizziere ich Pikachu. Ich darf keine Fehler machen. Chloe soll das bei Laune halten. Ich stehe total unter Druck. Das male ich noch schnell aus. Pikachu darf ich nicht vergessen. Ich hätte auch gerne so rosige Wangen. Es ist ein Kunstwerk. Jetzt zurück zum Gitter. Ich drehe es um und trage Kleber auf. Dann kommt das Bild drauf und streiche es glatt. Dann schneide ich es in Stücke und stecke es in den Rahmen. Ich ordne die Teile so an. Das ist ein hübsches Puzzle. Okay, es ist fertig. Chloe wird es gefallen. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich muss die Teile verschieben. Oh, Chloe, ich habe etwas für dich. Siehst du das, Pikachu? Das ist toll. Ich denke, das klappt. Wünsch mir Glück. Das sieht kompliziert aus. Ich schiebe das Teil hierhin und das dahin. Ich muss mich konzentrieren. Und ich muss mich entspannen. Warte, ein kurzer Check. Ah, das ist gut. Das war das letzte Teil. Mama! Oh, echt jetzt? Was? Guck's dir an. Ah, du bist schon fertig. Ich bin stolz auf dich. Ich will's nochmal machen. Das macht Spaß. Schnell, Mama. Ach, mir ist voll langweilig. Das ist jetzt wichtig, Klasse. Sunny? Hä? Ja, klar. Jeden Tag dasselbe. Was ist jetzt los? Oh, stimmt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Ich finde das ja ziemlich erniedrigend. Ich muss mich konzentrieren. Das ist so ungerecht.
schlecht. Mama? Was hast du? Schau mal, kriege ich das bitte? Ja, natürlich. Wow, ich kann's nicht erwarten. Das ist für dich. Wow, danke, Mama. Was ist das? Eine Schneekugel? Was soll ich denn damit? Was? Du magst sie nicht? Ich wollte das hier. Warum tut Mama mir das an? Aber ich gebe nicht auf. Ich muss sie nur noch mehr überzeugen. Und das geht nur mit Ausdauer. Ich muss mehr Ballaststoffe essen. Kann ich dir helfen? Die brauchst du. Und ich brauche das. Willst du mich veralbern? Gut, ich mache alles für ein ruhiges Leben. Wow, der Spielzeugladen ist fantastisch. Oh, muss mich professionell verhalten. Wir suchen das hier. Meine Tochter will das unbedingt haben. Bitte sag mir, dass du es hast. Natürlich, es steht gleich da drüben. Wirklich? Wow, und es ist im Angebot. Heute ist mein Glückstag. Warte. Das darf nicht wahr sein. Was ist los? Nein, das Spielzeug. Tja, jetzt ist es ausverkauft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Viel Glück beim nächsten Mal. Nein, du verstehst nicht. Ich brauche das. Ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht helfen mir die Kartons. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Pappteile vorbereitet. Daraus erstelle ich eine Box. Die Bonbons rollen später aus diesem Loch. Jetzt kommen Holzspieße in die Seiten. Ich habe auch dieses Teil aus Pappe gemacht. Oben stecke ich jetzt einen Holzstab durch. Dann kommen Gummis an beiden Seiten. Das kommt jetzt in die Box. Es liegt über dem Loch. Dann ziehe ich den Gummi über diesen Stab. Jetzt zur anderen Seite. Dann testen wir das mal. Wenn ich das Teil reindrücke, fällt der Bonbon durch das Loch. Als nächstes muss der obere Teil gebaut werden. Der muss angewinkelt sein. Dann kann ich die Frontplatte montieren. Obendrauf setze ich diesen Behälter. Da kommt noch ein Deckel drauf. Jetzt die Bonbons. Das sind Sunnys Lieblingsbonbons. Ich mache außen noch ein Gesicht dran. Es soll ja lustig aussehen. Es funktioniert. Was sagst du dazu, Sunny? Wow, das ist ein Bonbonautomat. Drück auf die Nase und schau, was passiert. Oh, das gefällt mir. Ich will mehr. Lass mir ein paar übrig. Ich kann nichts versprechen. Mama? Was jetzt? Schau mal, ich will das haben. Aber, das war ja klar. Sie sind mit der Zahlung im Rückstand. Moment, ich habe hier ein bisschen was. Nehmen Sie auch Schnüre? Tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben. Nein, das war's. Sie sind raus hier. Als ob ich Schnüre akzeptiere. Das ist beleidigend. Sie müssen sich eine neue Bleibe suchen. Das müsste sich von selbst verkaufen. Ich liebe meinen Job. Ich bin ein richtiger Menschenfreund. Das ist ja eine komische Dekoration. Was ist hier los? Steht das Haus zum Verkauf? Was? Wir werden rausgeschmissen? Was ist hier los? Das wird nicht passieren. Och, wir haben so viel Schrott. Puh. Okay, wie geht's weiter? Mama, was ist das? Oh, du hast es gesehen, hä? Wir müssen ausziehen. Ich will nicht. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur diese Kisten. Ich stell die hier hin. Ich brauche auch meine Klebepistole. Ich mache oben auf die Kiste Kleber und klebe die zweite Kiste drauf. Jetzt lege ich sie auf die Seite. Ich klebe noch mehr Kisten oben drauf. Jetzt brauche ich diese Pappröhre. Ich trage Kleber auf die Seite der Kiste auf. Das sollte reichen. Ich drücke das Rohr gegen die Kisten. Da fehlt noch was. Ich weiß. Das wird das Dach. Passt perfekt. Jetzt noch dekorieren. Die kleinen Details machen den Unterschied. Jetzt das Dachdecken. Ich habe noch eine Zitrone aus Pappe gemacht. Und häng noch Bommeln dran. Damit es lustig aussieht. Alles soll schön bunt sein. Das ist der letzte Handgriff. Jetzt habe ich einen Limo-Stand. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich brauche noch Limonade. Ich denke, jetzt habe ich alles. Ich bin sehr glücklich damit. Jetzt das Band durchschneiden. Und ich bin bereit fürs Geschäft. Ich brauche nur noch Kunden. Puh, heute ist so heiß. Hi, bekomme ich einen Becher? Genau, was ich jetzt brauche.
Ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Wow! Wow, ich liebe Limonade. Komm mit! Zwei bitte! Komm schon, nimm mein Geld! Aus dem Weg! Gib her, gib her, gib her! Okay. Yay! Wow, ich bin reich! Mama, schau mal, ich bin Unternehmerin! Aber Bankraub ist kein sicheres Geschäftsmodell. Komm mit, ich zeig's dir. Ich habe einen Limo-Stand eröffnet. Wow, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist fantastisch. Warte, du hast Kunden. Es ist genug für alle da. Das wird ein anstrengender Tag. Wer bekommt als nächstes? Okay, klasse. Wer kann diese Aufgabe lösen? Hm. Ich. Wie wäre es mit Sunny? Ja, danke, dass Sie mich dran nehmen. Das ist hoch. Hier ist die Kreide, dann los. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das höre ich gerne. Hm, das läuft richtig gut. Das ist gut. Ich bin fertig. Was soll das denn? Frau Lehrerin? Ist das ein Scherz? Also das muss einer sein. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Und? Alles richtig? Ich muss mir das anschauen. Also, interessant. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, die Lösung ist 4. Und was soll das sein? Wieso? Das ist die Zahl 5. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wie kann ich das korrigieren? Ich hab's. Zuerst brauche ich ein langes Stück Pappe. Da male ich die Zahlen drauf, genau so. Die schneide ich dann aus. Und das verziere ich noch mit Perlen, damit es schön bunt ist. Genau das brauchen wir. Das ist eine Schablone für die Zahlen. Wow, so cool. Eine richtig tolle Idee. Hier, nimm sie und versuch es mal. Ich lege sie an die Tafel. Und zeichne die Zahl ganz einfach nach. So geht's viel einfacher. Ach, hätte ich das schon früher gehabt. Ich wusste, dass das klappt. Ich bin fertig. Ausgezeichnet, Sunny. Du verdienst deine 1+. Ich bin sehr stolz auf dich. Wow, wirklich? Wow. Ach, mir ist so warm. Puh, ich habe ja was zu trinken. Mehr, ich brauche mehr. Weg mit euch, ich brauche das Wasser. Nein! Das fühlt sich so gut an. Hey, zurück mit dir, das ist meins. Aber mir ist so warm. Ah, das habe ich gebraucht. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schneide eine Lasche in den Becher. Dann drücke ich den unteren Teil platt. Jetzt schneide ich die Lasche ab. Dann klappe ich den Boden hoch. Da mache ich ein Loch rein. Jetzt stecke ich ein Gummiband durch das Loch. Und zieh daran. Aber ein Stück muss noch rausstehen. Da schiebe ich einen Zahnstocher durch. Ich habe Tropfen aus Pappe ausgeschnitten. Und die klebe ich an den Holzspieß. Ich habe verschiedene Farben gewählt. Dann schiebe ich noch einen Holzspieß hinten durch den Gummi. Jetzt wird dekoriert. Das sind die letzten Handgriffe. Jetzt kann man den Holzstab drehen. Hey Claire, guck mal, was ich hier habe. Oh, was ist das? Das wird dir gefallen. Boah, das ist ja cool. Genau, was ich brauche. Oh, Whiskers, du bist so flauschig. Ihr seid meine besten Freunde. Wir haben so viel Spaß zusammen. Aber eine Sache habe ich lieber als meine Teddys. Süßigkeiten. Süße, süße Süßigkeiten. Mh, so lecker. Wo kommt der denn her? Mami, Hilfe! Lexi, was ist los? Mami ist hier. Ist okay, mach dir keine Sorgen. Aber mein Zahn sollte in meinem Mund sein. Ich nehme den. Na los, gib ihn her. Ist doch seltsam. Den musst du unters Kopfkissen legen. Dann besucht dich die Zahnfee. Okay, wenn du das sagst. Wenn du aufwachst, gibt es eine schöne Überraschung. Ist schon morgen? Warte, mein Zahn. Wahnsinn, Mama hatte recht. Ich bin reich, voll cool. Oh, guck mal, du hast so viel Glück. Hm, wo soll ich die hin tun? Bewahre sie an einem sicheren Ort auf. Und ich weiß auch wo. Ich schneide Quadrate aus diesem Stück Karton aus. Jetzt muss ich sie zusammensetzen. Ich fange mit einem Quadrat an. An eine Seite trage ich Kleber auf. Dort klebe ich ein Quadrat an. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Langsam nimmt es Form an. Jetzt habe ich einen Rahmen. Dann klebe ich ein Quadrat mit offener Seite ein.
Obendrauf kommt ein weiteres Quadrat. Aus diesem Quadrat habe ich die Mitte ausgeschnitten. Ich trage an drei Seiten Kleber auf. Ich darf keine Stelle auslassen, denn ich möchte, dass alles gut hält. Schließlich soll da Lexis Geld rein. Jetzt klebe ich den Rahmen an. Und ein weiteres Stück kommt nach innen. Zwischen beiden Teilen bleibt eine Lücke. Und das kommt oben drauf. Das legen wir erstmal beiseite. An dieses Quadrat mache ich Klebeband ran. Und klebe es an die kleine Kiste. Das Klebeband ist wie ein Scharnier. Jetzt kann ich alles zusammensetzen. Das wird eine Schublade. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache Kleber auf die Schublade. Dafür brauche ich eine Menge. Ich habe ein schmales Rechteck ausgeschnitten, das ich an die Schublade klebe. Ich drücke es an, damit es auch festklebt. Dann klebe ich noch ein Quadrat hinten an. Jetzt muss ich das noch dekorieren. Und dafür nehme ich dieses Bild von Kitty. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich gebe ihr eine gelbe Nase. Und eine schöne rote Schleife. Sieht schön aus. Das klebe ich jetzt an die Kiste. Da fehlt noch etwas. Das Kätzchen braucht Pfoten. Ich will das gleich Lexi zeigen. Guck mal, was ich hier habe. Wow, das ist ja toll. Das ist eine Spardose für dein Geld. Leg die Münze in die Schublade und mach sie zu. Jetzt kommt der magische Teil. Die Münze verschwindet. Wo ist sie, Mama? Schüttle mal. Die Münze ist da drin. Puh, ich dachte schon, die ist weg. Danke, Mama, das ist toll. Hä? Was ist los? Schauen wir mal. Oh, Lexis Geschenk. Zum Glück habe ich das schon. Es ist genau hier. Ich weiß, dass ihr das gefallen wird. Ist ja auch lustig. Der Frosch sieht so glücklich aus. Aber ich gebe ihr den nicht einfach so. Ich habe eine schöne Geschenkbox. Ich bin gespannt, ihr Gesicht zu sehen. Sie wird total überrascht sein. Oh, ich glaube, da kommt Lexi. Ich verstecke das hinter den Kissen. Hallo, Süße. Hey, Mami. Setz dich. Nein, nicht da. Was war das? Ich habe Angst nachzugucken. Ist okay, Mama. Juhu! Bitte hör auf. Oh, guck mal. Oh, der Krake ist traurig. Sieht aus wie du. No. Ich wollte doch nur was Nettes tun. Ich schau mal lieber nach. Oh, guck dir das an. Es ist kaputt. Vielleicht merkt Lexi das gar nicht. Ich könnte ihr das als Puzzle schenken. Ach, was soll's. Das gehört in den Müll. Oh, ich denke, ich weiß, was ich tun kann. Und diese Kiste hilft mir. Den Karton habe ich in Quadrate geteilt. Dann brauche ich einen Cutter. Mit dem schneide ich die Teile aus. Ich brauche verschiedene Formen. Ich denke, ich habe jetzt alle. Ich fange mit den langen Rechtecken an. Mit denen baue ich eine Kiste. Ich klebe zwei Rechtecke jeweils auf jede Seite. Dann brauche ich ein Quadrat. Das Teil mit der Rundung kommt unten hin. Jetzt brauche ich eine leere Wasserflasche. Ich mache unten ein Loch rein. Mit einem Lötkolben geht das ganz einfach. Ins Loch stecke ich einen Trinkhalm. Der muss dort festsitzen, also mache ich Kleber rundherum. So wird das auch gleich versiegelt. Ich warte, bis es fest ist. Dann stelle ich sie in die Box. Ich habe ein Loch in dieses Stück Karton gemacht, wo der Trinkhalm durchkommt. Dann kommt der Deckel für die Box. Diese Wellpappe ist eine tolle Begrenzung. Sie schmiegt sich perfekt um die Kurve. Mit Kleber fixiere ich sie. Und jetzt wird dekoriert. Ich fange oben mit rosa Papier an. Das ist eine schöne Farbkombination. Ich klebe noch Dino-Aufkleber drauf. Ich halte mit meinem Finger den Trinkhalm zu und befülle die Flasche. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Gut, dass ich eine ruhige Hand habe. Das ist genug Saft. Jetzt mache ich den Deckel drauf. Und ich kann meinen Finger wegnehmen. Wow, das sieht toll aus. Wusste gar nicht, dass ich so kreativ bin. Eine Sache fehlt aber noch. Lexi, ich hab was für dich. Wow, ist das ein Getränkespender? Ist es. Versuch's doch mal. Na los, stell das Glas auf den Sockel. Wow, so viel Verantwortung. Braves Mädchen, jetzt muss ich nur den Deckel etwas aufschrauben. Und der Saft fließt raus. Ist das Glas voll, einfach wieder zuschrauben. Nimm dir deinen Saft. Genau, was ich jetzt brauche. Ich habe nämlich Durst. Der ist gut. Danke, Mama. Oh, was hast du denn gegessen? Essen, Essen, Essen! Komm schon, Mama, ich hab Hunger! Geduld, Liebes. Ich hoffe, es schmeckt dir. Das sieht gut aus. Warte mal, warum hat Mama Stäbchen? Und ich hab nur diese blöde Gabel. Das sieht lecker aus. Hä, was ist los? Die nehm ich. Die gehören Mami. Iss bitte deinen Reis. Nein, den will ich nicht. Claire, iss deinen Reis. Ich will Stäbchen. Okay, dann nimm sie. Wow, fantastisch!
Okay, wie benutzt man die Dinger? Gib mir eine Sekunde. Hm, ich muss nur noch mehr üben. Hey, ich habe ein Korn. Langsam, noch ein Stückchen, fast geschafft. Ich hab's, hast du das gesehen? Ich versuch's nochmal. Guck mal, Mama, ich bin ein Walross. Hm, war wohl ein bisschen zu ehrgeizig. Ich versuch's mal anders. Ich stech mit den Stäbchen in den Reis. Ha, ich wusste, dass das klappt. Autsch. Das sieht nicht gut aus. Claire, vielleicht wenn du... Das wird ein langes Mittagessen. Außer... Ich weiß, diese Zahnstocher werden helfen. Die kommen wie gerufen. Aber eine Sache brauche ich noch. Diesen Zettel. Gib mir einen Moment, Claire. Ich lege den Klebezettel auf den Tisch. Jetzt kommt ein Zahnstocher. Ich klebe ihn auf den Klebezettel und falte ihn um den Zahnstocher. Das darf nicht zu locker werden. Ich möchte, dass das Papier fest um den Zahnstocher liegt. Dann brauche ich Kleber. Ich trage ihn der Länge nach auf. Das müsste reichen. Dann rolle ich das Papier weiter auf und so wird es versiegelt. Dann knicke ich das in der Mitte. So bekomme ich eine V-Form. Jetzt stecke ich einen Zahnstocher ins Papier. Und auch auf der anderen Seite. Ich schiebe sie da rein und habe S-Stäbchen für Anfänger. Oh, Claire, das musst du sehen. Die habe ich für dich gemacht. Wow, winzige Essstäbchen. Ich fühle mich so groß. Ich will die gleich ausprobieren. Mit denen wird's viel einfacher. Los geht's. Wow, hast du das gesehen? Mh, lecker. Ich will mehr. Ich hab's drauf. Wow, guck dir das an. Ich mach das wie ein Profi. Ja, das machst du toll, Süße. Kann ich endlich essen? Ich hab Kohldampf. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich kann's kaum erwarten, dass... Claire, was machst du da? Du kannst mich nicht aufhalten, Mama. Wow, ich bin beeindruckt. Mh, so viele Geschmacksrichtungen. Ich werde nie wieder eine Gabel nehmen. Danke, Mama. Kein Problem. Juhu, ich bin zu Hause. Die Schule ist aus. Benimm dich, Claire. Bye, bye. Oh, hätte ich fast vergessen. Was? Mit Kunst kann ich meine Gefühle ausdrücken. Ich fühle mich so gut. Oh, Herr Mama. Gefällt dir, was ich hier gemacht habe? Das ist ein Chaos. Wie ist das überhaupt möglich? Ich war nur eine Sekunde weg. Ich fühle mich nicht so gut. Hm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war's. Mir bleibt nur eine Sache übrig. Ist das ein Lolli? Oh, hübsch, den will ich. Komm und hol ihn dir. Weiter. Heute ist mein Glückstag, hm? Ich muss schnell sein. Ich leg die Plastikfolie um das Tischbein. Dann spanne ich sie um die Tischbeine herum. Ich baue Schicht für Schicht auf. Ich umzäune Claire quasi. Hm, hast du was gesagt? Claire, der ist für dich. Oh, wirklich? Ich spüre, wie meine Kreativität fließt. Und ich kann jetzt aufräumen. Ja, das ist eine gute Idee. Puh, der ist schwer. Oh nein, bleib stehen. Die Farbe geht nicht ab. Warum habe ich nur das Malset gekauft? Mama, guck mal meine Zeichnung. Puh, ich bin fertig. Oh, die ist schön. Ja, ich weiß. Mein Baby ist eine Künstlerin. Das ist jetzt dein neues Studio. Cool, ich liebe diesen Aufkleber. Der kommt hier hin. Wo gehst du hin, Mama? Wir gehen raus. Du kommst mit. Hm, welche Schuhe ziehe ich an? Hm, die Auswahl ist groß. Welche nehme ich? Oh, ich weiß. Ich werde schick aussehen. Wie immer, Süße. Oh, Claire, du bringst mich zum Lachen. Okay, Mama, ich bin soweit. Los geht's. Nein. Zieh deine Schuhe richtig an. Na gut, ich wollte mal was anders machen. Beeilung, wir wollen nicht zu spät kommen. Wo sind meine Schlüssel? Ich bin ein Flugzeug, Mami. Das ist schön, Schatz. Was zum... Claire, was habe ich gesagt? Deine Schuhe gehören an deine Füße. Das haben wir doch schon durch. Wer ruft an? Ich habe keine Zeit dafür. Oh, hallo, wir sind gleich da. Ja, ich weiß. Nie darf ich Spaß haben. Mama wird stolz sein. Ich habe die ganz alleine angezogen. Guck mal, Mama. Was? Das ist nicht richtig. Hm, ich glaube schon. Wir kommen nie los. Was denn jetzt? Komm mal her, ich helfe dir. Ich wusste, dass du das sagst. Gib mir deine Schuhe. Die will ich aber wieder haben. Sie sind verkehrt herum. So muss das aussehen. Das ist der rechte Fuß und das der linke. Was immer du sagst, Mama. Ich spiele gerade mit den Aufklebern. Claire, pass auf. Durchatmen, erinnere dich an deine Yogastunden. Was machst du jetzt? Ich mach mich hübsch. Hm, das bringt mich auf eine Idee.
Und ich brauche nur einen Aufkleber. Oh, der ist süß. Der wird dir beim Anziehen deiner Schuhe helfen. Ich stelle deine Schuhe hier hin. Dann brauche ich eine Schere. Hm, interessant. Warte mal. Was machst du da? Du bist ein Monster. Ich weiß, was ich tue. Schon gut, Süße. Ich klebe die Hälften in deine Schuhe. Ich klebe sie innen rein. Genau so. Jetzt musst du nur noch die Hälften zuordnen. Und deine Schuhe kommen an die richtigen Füße. Ich guck mir das mal an. Nee, scheint nicht richtig zu sein. Hey, ich hab's. Guck mal, ich hab's richtig. Gut gemacht, Süße. Jetzt kannst du sie anziehen. Das ist so cool. Ich fühle mich wie eine Erwachsene. Bin fertig, Mama. Ich bin die Größte. Oh ja. Mein kleines Mädchen wird erwachsen. Och, nicht schon wieder. Wer ist das denn? Ich dachte, wir gehen jetzt. Oh, ich weiß, was ich mache. Wir brauchen nicht mehr lang, noch 10 Minuten. Hey, Mama, ich habe deine Schuhe verschönert. Schön modisch, stimmt's? So viele Aufkleber. Sie sind überall. Was hast du getan? Ich habe sie verbessert. Danke. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Komm, wir müssen jetzt los. Warte, eine Sekunde noch. Hätte ich fast vergessen. Nicht noch ein Aufkleber. Jetzt bin ich fertig. Was sagst du dazu? Ich gebe auf. Mal sehen. Ich muss noch ein Geschenk für Mama basteln. So, fertig. Sieh mal, was ich gemacht habe. Ein Papierflugzeug. Toll. Aber sieh mal, was ich gebastelt habe. Ich habe ihr eine Papierschneeflocke gemacht. Das ist alles? Wie lächerlich. Nur ein Haufen Löcher. Na und? Du hast nur einen blöden Papierflieger gefaltet. Wie kannst du nur? Das kriegst du zurück. Du hast mein Geschenk kaputt gemacht. Ich hasse dich. Und ich hasse dich. Och, was soll denn diese Streiterei? Das geht nicht so. Stopp. Was denn jetzt passiert? Wo sind wir? Ich denke, dieser schräge Zauberer hat uns hergebracht. Schräger Zauberer? Nee, das geht nicht. Tada, viel besser. Und nun willkommen zu dieser Challenge. In Ordnung, ich habe dieses Puppenhaus. Aber wie ihr sehen könnt, fehlt darin ein Sofa. Und ihr sollt eins basteln. Basteln? Hm? Wie soll das denn gehen? Moment mal, ich habe eine Idee. Okay, hier steht die Couch. Wollen wir doch mal Maß nehmen. Wo will die denn hin? Seltsam. Ich bastle einfach ein Origami-Sofa. Ich falte das Blatt von Ecke zu Ecke. Dann klappe ich es wieder auf und mache dasselbe mit den anderen Ecken. Jetzt falte ich eine Ecke zur Mitte. Dann falte ich es wieder auf und mache es nochmal. Jetzt falte ich die Kante wieder zur Mitte. Und immer schön die Kanten nachziehen. Dann wiederhole ich diese Schritte auf der anderen Seite. Soweit, so gut. So, jetzt bin ich soweit wie auf der anderen Seite. Dann kommen jetzt die nächsten Schritte. Noch mehr Falten zur Mitte. Und natürlich wieder auf beiden Seiten. Das Falten wird jetzt schon schwerer. Okay, jetzt falte ich es wieder ein bisschen auseinander. Denn die anderen Ecken müssen auch noch gefaltet werden. Dann wieder auffalten und bis zur neuen Linie falten. Jetzt falte ich es wieder hoch. Und nicht vergessen, dasselbe auf der anderen Seite zu machen. Jetzt wird's langsam. In Ordnung. Jetzt falte ich es nochmal aus und wieder ein. Es soll ein Rechteck werden. Jetzt kann ich die Enden so einknicken, dass eine Art Kiste entsteht. Und auf der anderen Seite auch. Klasse. Davon brauche ich noch eine zweite. Und dann stecke ich die Kisten ineinander. Yippie, der Teil wäre erledigt. Kommen wir nun zu diesem kleinen Stück Papier. Ich schlage es um, ohne einen Falz zu ziehen, und schiebe es in die Seite. Und auf der anderen Seite auch in Armlehne. Weißt du was? Ich brauche noch Kissen. Tada! Ist das nicht süß? Hier ist mein Sofa, Herr Zauberer. Fantastische Arbeit. Ich muss alles genau abmessen. Ah, okay, jetzt kommt das Rechnen. Komisch, sie ist noch gar nicht wieder da. Oh, sie ist eingeschlafen. Also, ich bin zufrieden mit meinem Werk. Dann stelle ich mein Sofa gleich mal hier in das Puppenhaus.
Nächste Herausforderung. Ihr sollt das hier basteln. Okay, das kriege ich hin. Erstmals ein Blatt Papier. Ich frage mich, wie ich am besten an die Sache rangehe. Ach ja, ich wünschte, ich wäre auf einem echten Boot. Über die blauen Wellen segeln, Sonne und Wind in meinem Haar. Ah, wie entspannt und wundervoll. Ich könnte einen ganzen Sommer auf dem Boot verbringen. Sie ist wohl mal wieder in ihre Tagträume abgedriftet. Aber sie verliert den Anschluss. Ich weck sie mal lieber. Hä? Was? Wir sollen ein Origami-Boot basteln. Oh, ach ja. Okay, ich mach ja schon. Ich beginne damit, das Blatt in der Mitte zu falten. Okay, das ist fein. Guter Anfang. Und jetzt drehe ich es um und falte es auch in die andere Richtung. Und immer schön die Falze nachziehen. Okay, dann öffne ich es wieder und falte die Ecken ein. Das geht so ähnlich wie bei einem Papierflugzeug. Aber es wird natürlich kein Flieger. Wir brauchen noch ein Boot. Diesen Streifen falte ich hoch. Jetzt sieht es schon ein bisschen wie ein Boot aus. Vielleicht kein Boot, aber eine Kapitänsmütze. Der nächste Schritt ist etwas komplizierter. Ich muss es aufklappen und in diese Richtung falten. Diese Ecke schiebe ich unter die andere, dass alles wieder flach liegt. Jetzt falten wir wieder die Ecken hoch. Sieh mal, ein cooles Dreieck. Aber leider noch kein Boot. So, jetzt wieder auf und so rum. Und jetzt der letzte Schritt. Wow, sieh mal, ich habe es auseinandergezogen. Und jetzt ist es ein Boot. Es ist nicht prima geworden? Also mir gefällt's. Jetzt haben wir zwei kleine Boote. Wir sind so gut. Sehr gut, Mädels. Den Test habt ihr bestanden. Hey, warte mal. Komm mit, wir probieren sie mal aus. Hey, wo wollt ihr denn hin? Okay, die Wanne ist voll. Bereit für eine Segelparty? Juhu, sieh nur, sie schwimmen. Wie süß. Oh, sie weichen auf. Naja, sie sind halt nur aus Papier. Puh, ich muss mich unbedingt mal um meine Nägel kümmern. Oh, ihr seid wieder da? Fein, das ist eure nächste Challenge. Fingernägel? Alles klar. Zeit für mein Maniküre-Set. Mal sehen, womit fange ich an? Ich denke, ich nehme die blauen. Die passen zu meinen Sachen. Na, dann kleben wir die mal auf. Ja, sieh dir das an. Aufgabe erledigt. Wie bitte? Oh nein, so habe ich das nicht gemeint. Wow, deine Nägel sind lächerlich. Ich löse das wieder mit Origami. Ich nehme diese Ecke und falte sie bis an diese Kante. Dann die andere Ecke und oben entsteht ein Dreieck. Dasselbe mache ich mit dieser Seite, dass noch ein Dreieck entsteht. Und dann diese Ecke auch. Okay, jetzt falte ich diese Seite zur Spitze. Und dann nochmal in der Mitte. Fertig ist das Dreieck. Gut, dann öffne ich es wieder und falte diese Ecke herunter. Dann klappe ich sie wieder zu. Und den Rest falte ich auch noch um. Das ist eine ganz schöne Falterei. Ich will auf jeden Fall weiterhin scharfe Falze haben, auch wenn das Papier immer dicker wird. Das ist etwas knifflig. Ich muss das ein bisschen aufdrücken und die Ecke einstecken. Aber das war's schon. Sieh hier, hier kann ich meinen Finger reinstecken. Tada! Was sagt ihr zu diesen Fingernägeln? Schaurig, sehr gut gemacht. Warum sind meine Nägel nicht gut genug? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Oh Mann, du bist so gemein. Was meinst du, was wir als nächstes basteln müssen? Kraniche, das ist eure nächste Challenge. Wie soll ich das nur anstellen? Ja, ich glaube, ich weiß, womit ich anfange. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich habe hier meine Kopfhörer. Die stecke ich mir in die Ohren. Fantastisch. Und jetzt spiele ich diese Playlist ab. Ja, die ist gut. Genau mein Ding. Dann legen wir mal los. Ich beginne wie immer mit dem Falten von Ecke zu Ecke. Und dann die anderen Ecken auch noch. Als nächstes lege ich die Kanten aufeinander. Den Falz fest nachziehen und wieder öffnen. Und dann dasselbe mit der anderen Kante. Okay, jetzt falten wir es wieder auseinander und es wird etwas kniffliger. Ich nutze die vorhandenen Kniffe, um dieses Dreieck zu formen. Jetzt falte ich diese kleinen Kanten zur neuen Mitte. Sehr schön. Und die andere Seite auch. Die kleine Ecke hier oben falte ich auch ein, aber auch gleich wieder zurück. Dann drehe ich das Ding um und mache dasselbe mit den anderen Kanten. Okay, wieder umdrehen und wieder öffnen. Auch ein komplizierter Kniff. Aber jetzt sieht es wie ein Diamant aus. Jetzt falten wir wieder diese Kanten ein.
Sie sind inzwischen ganz schön klein geworden und weiterhin schön scharf nachziehen. Und was jetzt? Umdrehen und auf der anderen Seite auch natürlich. Der nächste Schritt gefällt mir. Der macht echt Spaß. Dieses wie ein Bein aussehende Stück wird jetzt hochgefaltet. Und die Spitze nach unten. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt brauchen wir eine Schere. Wir schneiden hier entlang bis zur Mitte. Dieser Flügel wird so runtergeklappt und der andere auch. Und diese kleinen Stücke falten wir so ein. 1, 2, 3 mal kniffen. Ja, sieh doch, ich habe ein Origami-Kranich gebastelt. Wie süß. Sieh nur, er führt einen Kranichtanz auf. Okay. Sie ist schon wieder völlig abgehoben. Hey, was machst du da? Oh, ich lasse meine Playlist laufen. Hör mal rein. Oh, wow. Jetzt verstehe ich. Diese Playlist ist genial. Denke, ich sollte auch mal langsam anfangen. Juhu, ganz kleiner Kranich. Ja, mein Kranich ist auch fertig und bereit für ein Tänzchen. Sieh sie dir an, sie führen einen richtigen Regentanz auf. was ist denn bei denen los? Und woher kommt diese Musik? Wow, mir ist auch nach Tanzen zumute. Mann, ist das langweilig. Oh, der Zauberer-Typ ist zurück. Mal sehen, was er jetzt will. Die nächste Aufgabe ist eine Blume. Los geht's. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Hey, ja, ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Danke. Bitteschön und einmal unterschreiben, bitte. Danke, hier sind Ihre Rosen. Schönen Tag noch. Hey, Zauberer, hier sind meine Rosen. Wie bitte? Nee, so war das nicht gemeint. Gebt euch mehr Mühe. Na schön, dann würde ich mal etwas anderes ausprobieren. Okay, ein bisschen davon und hier auch noch. Und jetzt ist die Schere dran. Okay, ich denke, das wäre es dann. Tada! Was soll das denn wieder? Ha, da hast du wohl wieder versagt. Da ist jetzt mal meine Schere an der Reihe. Aber zuerst wird gefaltet. Okay, ich ziehe mit Lineal und Bleistift eine Linie. Und jetzt wird geschnibbelt. Ich schneide einfach schmale Streifen bis hin zu der Markierungslinie. Von einer Seite bis zur anderen. Dann klappen wir es auf. Oh, das sieht ja cool aus. Jetzt tragen wir hier unten Klebstoff auf. Und dann falten wir die Seite rüber und kleben sie fest. Jetzt brauche ich einen grünen Strohhalm und noch mehr Klebstoff. Ich trage rings um das Ende des Strohhalms Kleber auf. Wunderbar. Und klebe dann den Strohhalm an das Papier. Ich rolle es einfach auf. Weiter, weiter, weiter. Und dasselbe machen wir jetzt mit einem weiteren Blatt. Das sieht ja grandios aus. So, meine Blume ist fertig. Oh, ich sehe schon. Das hast du wirklich gut gemacht. Was? Oh, ich fürchte, er hat recht. Die ist wirklich hübsch. Oh, sie sieht so traurig aus. Hey, sieh mal, ich habe auch eine für dich gebastelt. Oh, eine lila Blume. Vielen Dank. Du bist so eine tolle Freundin. Oh, ihre Freundschaft ist gerettet. Das ist ein großer Pickel. Hi, Asa, pass auf. Das ist so eklig. Das ist eine tolle Begrüßung. Du weißt, dass man Pickel nicht ausdrücken soll. Der war aber schon reif. Du musst damit aufhören. Zum Glück habe ich genau das Richtige für dich. Hm, wo ist sie? Das habe ich gesucht. Guck mal. Das erfüllt dein Bedürfnis, Pickel auszuquetschen. Spannend. Danke, Nora. Ein Versuch ist es wert. Ich fange mit dem hier an. Wow, was für eine Eruption. Das fühlt sich so gut an. Oh, es gibt keine Pickel mehr. Hm, ich brauche noch was anderes zum Quetschen. Darf ich? Hm, das ist meine Chance. Mal gucken, was Nora sonst noch da drin hat. Wow, guck dir das an. Ist wie in einem Spielzeugladen. Oh, fantastisch. Und es gehört mir. Jetzt wird schmutzig und eklig. Oh ja, das ist das gute Zeug. Mehr, mehr. Ich will mehr. Ich kann nicht aufhören. Oh, das war der letzte. Damit bin ich fertig. Was mache ich jetzt? Der ist riesig.
Ich kann nicht widerstehen. Ich brauche was zum Schutz. Ich bin bereit. Guck ihn dir an. Voll mit klebrigem Schleim, bereit zum Platzen. Wag es ja nicht. Was? Ich bin ein Ninja. Ich wusste, dass du das versuchst. Ich klebe Luftpolsterfolie auf ein Stück Pappe und ich habe eine Spritze mit Farbe gefüllt. Ich werde die in die Blasen spritzen. Ich mache sie ganz voll. Das mache ich auch mit den anderen Blasen, aber ich nehme andere Farben. So sieht's lustig aus. Das müsste reichen. Jetzt gebe ich das Essa. Nimm's. Quetsch so viel du willst. Wow, das ist fantastisch. Es ist, als ob heute all meine Geburtstage sind. Wow, ist genau, was ich brauche. Das ist so spritzig. Ich liebe es. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich glaube langsam, dass ich ein Problem habe. Ich kann nicht aufhören. Ich muss alle platzen lassen. Das ist so beruhigend. Ah, ich bin gerade voll im Zen. Einer ist noch übrig. Wow, gut, dass ich Handschuhe anhab. Sonst müsste ich meine Hände schrubben. Danke, Nora. Ich glaube wirklich, dass Brian mit mir geflirtet hat, hm? Wow, lass uns das anschauen. Ich weiß nicht, was ist mit Aliens? Komm schon. Okay, aber wenn ich ein Alien sehe... Wow, was haben wir jetzt an? Raus hier. Okay, das war seltsam. Machen wir es noch einmal. Los, los, los. Guck dir mal das Zeug an. Wow, das ist also die Zukunft, was? Sie ist viel glänzender, als ich dachte. Was glaubst du, was das macht? Niemals. Das ist so cool. Was wollen wir nehmen? Nee, was gibt's noch? Nein, das nehmen wir auch nicht. Warte, guck mal, ein Roboter. Den müssen wir haben. Oh nein, was ist los? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ist da was hinter uns? Das ist der Roboter. Los, den schauen wir uns an. Wow, das ist fantastisch. Hey, nimm den Stift. Hm? Oh ja, gute Idee. Ich ziehe eine Linie aufs Blatt. Achte darauf, dass sie gerade ist. Wir wollen es nicht verkomplizieren. Probieren wir es aus. Okay, kleiner Roboter, das ist dein Auftritt. Wow, das ist fantastisch. Warum dreht er sich nur im Kreis? Wir müssen ihn auf die Linie setzen. Wow, Technologie ist doch erstaunlich. Oh nein, was habe ich gemacht? Ah, was ist los? Das war's, jetzt übernehmen die Maschinen. Entspann dich, ist keine große Sache. Aber ich brauche ein paar Sachen. Mach, dass es aufhört, mach, dass es aufhört. Fangen wir an. Ich schneide den Saftkarton diagonal durch. Genau so. Jetzt schneide ich Blue aus dem Blatt aus. Oh, er sieht so süß aus. Als nächstes brauche ich eine Büroklammer. Ich werde die Klammer zurechtbiegen, bis sie so aussieht. Dann klebe ich die Klammer an Blues Bein. Jetzt brauche ich eine Hälfte vom Karton. Ich habe in die Seiten Löcher gebohrt. Da schiebe ich die Klammer durch. Wenn ich die jetzt drehe, läuft Blue. Das ist ziemlich cool. Hey Elsa, guck mal. Was ist das? Guck's dir einfach an. Er läuft. Das bringt mich auf eine Idee. Wir stellen ihn ins Glas. Ich hoffe, das klappt. Geschafft! Der Alarm hat aufgehört. Jetzt lass uns hier verschwinden. Wir sind wieder in Sicherheit. Das war ein krasser Kick. Aber lass uns lieber in unserer Zeit bleiben. Es ist soweit. Der Tag ist endlich gekommen. Ich bin nicht bereit. Es gibt so viel zu lernen. Das alles ergibt keinen Sinn. Guck dir das doch mal an. Ich bin echt gestresst. Ich kann mich nicht konzentrieren. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich brauche nur meine supergeheime Kiste. Alles, was ich brauche, ist hier drin. Hm, mal sehen. Ich werde die Pumpe brauchen und mir gefällt dieser grüne Ball. Ich stecke den auf die Pumpe. Jetzt kann ich ihn aufblasen. Er wird größer. Ist wie ein Luftballon. Das reicht. Ich mache das Ende zu. Jetzt dekoriere ich den. Ich klebe Ohren und einen Mund ran. Und Beine. Zum Schluss klebe ich noch Haare ran. Der wird mir helfen, mich zu entspannen. Was ist das? Gib her! Nein, das ist meiner. Gib schon her! Nein, besorg dir selbst ein. So ist das also, ja? Wie gefällt dir das? Was soll denn das? Oh, du bist voll nervig. Oh, oh. Nein, was habe ich getan? Tut mir leid. Bitte bleib ruhig. Warte, das Klebeband wird helfen. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Bin gleich wieder da. Ich brauche einen Streifen Klebeband. Genau so viel.
Jetzt brauche ich einen Trinkhalm aus Metall. Ich wickle das Klebeband um das Ende. Ich will ihn versiegeln. Es darf keine Lücke bleiben. Jetzt brauche ich meinen Föhn. Mit dem erhitze ich das Tape und dann blase ich durch den Halm. So entsteht eine Blase. Jetzt klebe ich ein paar Plastikteile drauf. Da muss auch ein Gesicht drauf. Die Augen sind schon drauf. Jetzt noch die Nase und der Mund. Zum Schluss kommen noch Schnurrhaare. Ich denke, es ist fertig. Die habe ich für dich gemacht. Die sind zum Drücken. Die sehen echt gut aus. Danke, Elsa. Das ist echt nett von dir. Na los, wir müssen lernen. Ich bin jetzt aber nicht mehr so angespannt. Ich denke, alles ist fertig. Diese Geburtstagsparty muss die beste aller Zeiten werden. Das wird sie, Nora. Ich freue mich für dich. Bedecke deine Augen. Wow. Ich liebe Überraschungen. Du kannst sie aufmachen. Was da wohl drin ist? Wow, eine Schneekugel. Die ist so hübsch. Oh oh, wo ist sie hin? Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Ist okay, wir kriegen das hin. Ich muss schnell denken. Ich fange Elsas Tränen in diesem Glas auf. So ist gut, lass es laufen. Puh, das sind eine Menge Tränen. Aber die kann ich gut gebrauchen. Hier, nimm das. Ich habe einiges zu tun. Zuerst brauche ich Klebstoff. Ich gebe ein paar Tropfen ins Glas, das müsste reichen. Was kommt jetzt? Ach ja, Glitzer. Ich schütte den dazu. Wir brauchen etwas Glanz. Die Sterne sind hübsch. Aber wir brauchen noch mehr. Zum Glück habe ich ganz viel Glitzer. Perfekt. Jetzt rühre ich um. Wow, das sieht magisch aus. Jetzt kann der Deckel drauf. Ich will ja nichts verschütten. Jetzt kann geschüttelt werden. Wow, das könnte ich mir ewig angucken. Das ist so hypnotisierend. Wenn ich nicht mehr schüttle, wirbeln Glitzer und Sterne herum. Das sieht so schön aus. Ich werde das gleich Elsa zeigen. Warum musste das passieren? Hey, Kopf hoch. Lass mich in Ruhe. Guck mal, was ich hier habe. Wow, ist genau wie die Schneekugel. Wow, du bist wirklich eine Heulsuse. Ich werde es ausgießen. Jetzt haben die Pflanzen was davon. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Mein Geburtstag ist nicht ruiniert. Danke, Nora. Du bist meine beste Freundin. Wow, ich kann die Weltraumparty kaum erwarten. Sie wird nicht von dieser Welt sein. Hey, kommt rein. Mir gefällt dein Kostüm, Elsa. Danke, habe ich selbst gemacht. Worauf wartest du? Geh rein. Juhu, hi. Stopp. Was ist das? Das ist eine Kostümparty, weißt du? Ja, und? Was hast du da an? Gib mir eine Sekunde. Ich habe das hier. Das ist ein kleiner Frosch. Okay, aber warum zeigst du mir den? Wow, Blasen. Ich weiß, ist voll cool, stimmt's? Jeder liebt Seifenblasen. Sie machen immer Spaß. Ich will sie alle platzen lassen. Du kannst rein. Wow, ich liebe meinen Job. Elsa, du bist hier. Das lasse ich mir nicht entgehen. Hey, Nora, komm her. Nora, lass uns feiern. Hey, guck mal, was ich habe. Wow, so viele Blasen. Ist genug für alle da? Dieser kleine Käfer bereitet immer gute Laune. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Was ist los? Ich hänge da drüben ab. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Hey, ich habe eine tolle Idee. Warte hier. Ich brauche die Trinkhalme. Du wirst beeindruckt sein. Ich brauche noch mein Haargummi. Den wickle ich um die Halme. Das wird halten. Hm, ich brauche was Süßes. Das ist eine hungrige Arbeit. Na gut, nimm's. Ich habe noch was zu tun. Ich schütte Limo auf den Teller. Das muss nicht viel sein. Das reicht schon. Jetzt tauche ich die Halme in die Limo. Ich will die Enden beschichtet haben. Bereit für was Cooles? Wow, du machst Blasen. Mach weiter. Juhu, das ist fantastisch. Warte, mir fehlt die Puste. Okay, weiter geht's. Hör nicht auf, Elsa. Ugh, habe ich schon gelesen. Hey, was ist das? Wow, genau was ich brauche. Heute ist mein Glückstag. Den kann ich gut gebrauchen. Aber ich brauche auch mein Handy. Dann fange ich mal an. Ich stelle die Schachtel auf die Seite. Dann lege ich eine Lupe drauf. Jetzt mache ich Löcher um die Lupe. Danach entferne ich den Kreis. Jetzt trage ich Kleber um den Rand des Lochs auf und klebe dann die Lupe an.
Passt perfekt. Ich denke, das war's. Wow, nie wieder langweilige Zeitung. Denn ich habe jetzt das hier. Mein Handy lege ich da rein und mach den Deckel drauf. Jetzt habe ich mein eigenes Kino. Die Oper war wunderbar, Mami. Oh, wow. Guck mal, Mami. Ich will das auch haben. Die Pennerin? Ach, du meinst den Projektor. Was wollt ihr? Bitte sehr, mein Schatz. Der ist nicht zu verkaufen. Oh. Nee. Wie bitte? Weißt du nicht, wer wir sind? Komm, Süße. Wir können alles kaufen. Jetzt hör mir zu. Mein kleines Mädchen möchte diesen Projektor. Ich steht mir im Bild. Hey, weg da. Los jetzt, haut ab. Oh, das werden wir nicht. Warte, bis die Mädels im Country Club davon hören. Ihr fangt an, mich zu nerven. Hä, was macht ihr da? Mami, was ist passiert? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Cool, eine Gratis-Zaubershow. Wo sind wir? Und was haben wir an? Lasst uns feiern, Mädels. Selfie. Hey, aufmachen. Habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Hi. Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Oh, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Unerhört. Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah! Was für ein Adrenalinkick. Das war gut. Oh. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand Beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genau so. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Ich denke, alles ist bereit. Oh, hey, Mandy, du bist schon da. Hier wohnst du? Oh, naja, hi. Setz dich, mach's dir bequem. Hoffe, du magst Chips. Ich lieb die. Oh, okay, danke. Ich hab auch Hunger. Das klappt nicht. Ich war heute bei der Maniküre. Ich komm nicht ran. Na los, ich will diese Chips. Total frustrierend. Okay, jetzt aber. Oh, mein schöner Fingernagel. Das ist deine Schuld. Wow, warte, ganz ruhig. Ich krieg das wieder hin. Und ich brauche nur diese Untersätze. Na gut, den Karton. Guck's dir an. Ich lege sie auf den Tisch. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber an der Kante auf. Aber nur auf einer Seite. Den klebe ich auf das andere Stück. Ich drücke es an, damit es auch festklebt. Aus dem Stück habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Ich trage wieder Kleber auf und klebe es hier hin. Jetzt klebe ich ein rundes Stück Pappe auf dieses Quadrat, direkt in die Mitte vom Rand und auch auf der anderen Seite. Jetzt wickle ich den Karton um die Kreise. Mit diesen Streifen kann ich das fixieren. Das scheint zu halten. Ich habe in beide Kreise ein Loch gemacht und da stecke ich einen Holzspieß durch. Perfekt! Das kommt jetzt in meine Box. Ich habe ein Loch in jede Seite gebohrt, damit das hält und sich dreht. Jetzt mache ich die Box fertig. Obendrauf kommt eine Scheibe. Ich habe noch zwei Boxen gemacht. Auf so ein Stück Karton kommt oben Kleber drauf. Das wird meine Basis. Ich halte es fest, bis es klebt. Jetzt noch die lange Seite. Auf den Boden klebe ich noch ein langes Stück Karton. Jetzt kommen da meine Boxen rein. Ich habe sie oben angeordnet. Sieht gut aus. Jetzt haben wir einen Chipsspender. Wow, der ist fantastisch. Ich nehme die hier. Der funktioniert nicht. Soll das ein Witz sein? Ach, ich zeig's dir. Dreh einfach die Scheibe. Und die Chips fallen in den Becher. Wow, das ist echt cool. Und ich habe mir keinen Fingernagel abgebrochen. Die mag ich. Ich habe jetzt auch Appetit. Und ich habe mir welche verdient. Die sind lecker. So schlimm ist das doch nicht. Nee, ist cool. Mein Bild sieht toll aus. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen. Ra, ra, nimm das. Ich liebe Dinos. Die sind voll cool. Und wären die besten Haustiere.
Aber egal. Wo war ich? Ach ja. Oh, meine Grace. Sie hat eine so lebhafte Fantasie. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Mal überlegen. Oh, das würde ihr gefallen. Aber das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich kann ihr stattdessen etwas basteln. Dafür brauche ich nur ein paar Kisten. Und wir haben mehr als genug. Ich fange mit dieser großen Kiste an. Und hier ist meine Schere. Ich mache hier einen diagonalen Schnitt. Der geht runter bis zur Ecke. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber entlang der Kante auf, aber ohne ihn zu verschmieren. Jetzt klebe ich die Klappen zusammen und hier mache ich ein Loch rein. Aus der zweiten Kiste habe ich einen Dinosaurierkopf gemacht. Der kommt oben drauf. Jetzt anmalen. Grün passt perfekt zum Dinosaurier. Und mit Sprühfarbe geht's richtig schnell. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache eine Linie Kleber auf den Kopf, um dieses stachelige Teil drauf zu kleben. Sieht gut aus. Das mache ich auch auf der Rückseite. Ich fange oben an und gehe nach unten. Hier kommt der Schwanz ran. Jetzt noch die letzten Details. Probier es an, Süße. Oh, wie cool. Ich bin ein echter Dino. Roar! Huh, bleib zurück. Ich werde dich kriegen. So furchterregend. Ich könnte einen Tag im Spa vertragen. Aber was soll ich machen? Und wenn ich mir diesen Schmuck anschaue, früher hatte ich Diamanten und goldene Armbänder. Alles hat sich extrem geändert. Aber ich finde den hübsch, Mama. Du siehst immer so schön aus. Das ist lieb von dir. Ich muss los. Tschüss, Grace. Hab einen schönen Tag, Mama. Das ist meine Chance. Ich kann in Mamas Schmuckkästchen plündern. Wow, die ist schön. Ich werde wie ein Model aussehen. Was ist hier noch drin? Schicke Ohrringe. Und diese Ringe. Wow. Endlich zu Hause. Ich fühle mich so erwachsen. Mama ist schon zurück. Oh, das ist nicht gut. Hi, Grace. Ich bin wieder da. Ich muss mich entspannen. Was mache ich jetzt? Alles verheddert. Ich bekomme voll den Ärger. Komm schon. Oh, das klappt nicht. Drosseln wir das Tempo. Perfekt. Wow. Hey, das ist ziemlich cool. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Mama? Sie merkt nicht, dass ich hier bin. Hey, ich kann den Karton nehmen. Ist genau, was ich brauche. Ich lege meine Hand drauf und zeichne drumherum. Ich mache den Umriss meiner Hand. Das wird toll. Und Mama wird beeindruckt sein. Okay, das ist geschafft. Jetzt schneide ich die aus. Dann kommt Kleber drauf. Ich trage den auf die Handfläche auf. Es darf nicht zu wenig sein. Das sieht gut aus. Da klebe ich eine zweite Hand drauf. Und dann wird das angemalt. Dieses Orange ist schön leuchtend. Gefällt mir. Jetzt muss es trocknen. Ich mache noch einen Sockel aus einem runden Stück Karton. Und so sieht's fertig aus. Schlag ein! Oh, ich habe Mama vergessen. Ich kann nicht den ganzen Tag rumhängen. Ich habe noch einiges zu tun. Entschuldigung, ich muss durch. Ups, die hätte ich fast vergessen. Das Rumgehetze macht hungrig. Ich brauche einen Snack. Und ich weiß, wo ich den herbekomme. Mama hat sicher nichts dagegen. Lecker, du bist doch eh auf Diät, Mama. Puh, ich bin fix und fertig. Zurück zur Normalität. Hey, Mama. Was ist hier los? Schau dir meine Halsketten an. Was hast du getan? Kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Was ist das? Ist das für meinen Schmuck? Was für eine gute Idee. Ich stecke hier meine Ringe drauf. Das ist großartig. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist so begabt. Ja, ich weiß. Und das ist wirklich handlich. Verstanden? Du verdienst eine Belohnung. Hä? Wie ist das passiert? Sehr seltsam. Danke, Mama. Ich liebe Schokolade. Voll lecker. Hier, bitte sehr. Danke, Schatz. Lass dich umarmen. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Das hat irgendwie was Befriedigendes an sich. Ich liebe es, Luftblasen platzen zu lassen. Oh ja, das ist schön. Hey, was machst du da? Gib das her. Du hast recht, das macht Spaß. Was soll denn das? Du hast so viel Spielzeug. Dann gib mir das. Oh nein, das bekommst du nicht. Lass los. Das ist alles deine Schuld. Was passiert hier? Wo,
wo sind wir? Schau dir die Klamotten an. Ich fühle mich so schick. Was? Und ich sehe aus wie ein Landstreicher. Das ist fantastisch. Ich liebe dieses Make-up. Hm? Passt perfekt zu meinem Hautton. Bäh, was war das? Oh, das schmeckt eklig. Hey, was dagegen? Manche Leute haben echt keine Manieren. Ich bin Stacy und ich bin ja so hübsch. Ich habe keine Zeit für Neid. Ich bleib lieber bei diesem Glitzer. Aber was mache ich mit dem? Oh, ich weiß. Ich brauche aber noch was anderes. Hey, Butler. Oh, die sind perfekt. Wenn ich drücke, springt ein kleines Tier raus. Und jetzt kommt der Glitzer ins Spiel. Ich schütte den in den Baum. Das sieht lustig aus. Pass auf, bis ich den gedrückt habe. Bereit? Das hat Spaß gemacht. Es regnet Glitzer. Das gefällt mir. Das fühlt sich so magisch an. Wow, sie hat so viel Glück. Guck doch nur. Und das ist auch tolles Make-up. Ich fühle mich, als würde ich glühen. So schön auffällig. Das stimmt. Wow. So möchte ich auch aussehen. Und ich weiß auch schon, wie ich so einen Look hinbekomme. Ja bitte, was kann ich für dich tun, Kleine? Ich will auch ein bisschen Spaß haben. Kannst du mir bitte helfen? Du willst nicht viel, oder? Mal sehen, was ich für dich hab. Ich hab nicht mehr als einen Haufen Schrott. Man weiß nie, wann man Klopapier braucht. Was ist das für Zeug? Was soll ich damit anfangen? Hey, ich hab's. Ich wickle die Rolle in buntes Papier ein. Mit einem Stift male ich Linien drauf. Ich möchte, dass es wie Holz aussieht. Dann stecke ich einen aufgeblasenen Luftballon in die Rolle und ziehe ihn von hinten rein. Ich habe aus Pappe Pfoten ausgeschnitten und klebe sie innen in die Rolle. Jetzt kommt ein Gesicht auf den Ballon. Ich will, dass es süß aussieht. Und jetzt drücke ich. Das macht Spaß. Guck mal, wie sie rausspringen. Das hast du echt gut gemacht. Komm schon. Hier muss doch was Nützliches drin sein. Ihr Git, wer schmeißt denn sowas in die Tonne? Danach brauche ich eine Dusche. Hey, ich hab's gefunden. Genau, was ich brauche. Das kann ich auch gut gebrauchen. Ich fange mit dem Karton an. Ich habe Form aufgezeichnet und die schneide ich aus. Dann male ich sie gelb an. Dank der Rillen kann ich das einfach zusammenstecken. Als nächstes brauche ich die DVD-Hülle. Ich stecke den Plastikdeckel in den Karton. Und jetzt kann ich kreativ werden. Ich habe dieses süße Hundebild auf meinem Handy. Ich lege es auf den Karton. Und dann kann ich die Spiegelung nutzen, um den Hund abzumalen. Ist einfacher als freihändig zu zeichnen. Jetzt male ich ihn aus. So einfach ist das. Ich liebe Geldzählen. Die einzige Mathematik, die ich mag. Hey, das sieht gut aus. Ich will auch einen. Mit Geld bekommt man alles. Nicht so schnell. Ich will etwas mehr Hightech. Das ist ein Deal. Du weißt, was zu tun ist. Viel Glück. Ich träume schon lange vom Reisen. Das wird so aufregend. Oh, ich hätte meine Kamera mitnehmen sollen. Wie fliegt man das Ding eigentlich? Gibt's eine Bedienungsanleitung? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich mach's einfach. Ob ich Außerirdische treffe? Ich mach's mir erstmal bequem. So einen Stuhl brauche ich zum Spielen. Wow, das ist fantastisch. Startvorgang wird eingeleitet. Triebwerke sind bereit. Es wird Zeit für den Start. Das ist aber schnell. Bin bald wieder da. Oh, das ist ein holpriger Flug. Ich werde noch reisekrank. Wo sind die Kotztüten? Hey, ich kann mein Haus sehen. Wow, guck dir das an. Da kommt man sich so klein vor. Wow, beeindruckend und so schön. Ich muss einen Landeplatz finden. Hm, hier geht's. Das ist ein kleiner Schritt für Mickey, aber ein großer Schritt für 1, 2, 3, go. Stell dir vor, ich würde stolpern. Das wäre peinlich. Ich frage mich, wie hoch ich springen kann. Jetzt geht's los. Wow, das ist der beste Tag aller Zeiten. Oh hey, ein Roboter. Warte, du kommst mit mir mit. Ich hab dich schon gesucht. Du gehörst mir. Hab dich. Jetzt zurück zum Schiff. Hey, da bin ich wieder. Der ist für dich. Hoffe, er gefällt dir. Machst du Witze? Der ist perfekt. Das hast du dir verdient. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geld. Versuchen wir es mal.
warum soll ich mich abmühen, wenn ein Roboter das machen kann? Fang an, kleiner Mann. Wow, Technik ist echt erstaunlich. Guck, er malt ein Bild. Mal sehen, was er malt. Ist wie mein persönlicher Künstler. Oh, das ist süß. Das wird ein Meisterwerk. Jetzt noch ausmalen. Das wird toll werden. Jetzt nehme ich noch Gelb fürs Gesicht. Das sollte in einer Galerie hängen. Das ist eine niedliche rote Nase. Guck dir diese Zeichnung an. Die hätte ich nie geschafft. Willst du meine sehen? Wir sind wie ein Haufen Picassos. Wer? Popcorn. Hey, aufpassen. Lass mir auch welche übrig. Kann ich reden? Mund voll. Mehr, mehr, mehr. Ist gut. Nein, ist lecker. Von Popcorn kriege ich nie genug. Gehört zu meinen Lieblingssnacks. Einer ist noch übrig. Korrektur, einer war noch übrig. Aber die Krümel nicht vergessen. Würzig. Oh Mann, war das lecker. Ich wünschte, wir hätten mehr. Wenigstens haben wir Wasser zum Runterspülen. Hey, du hast Wasser? Ich hab keins. So erfrischend. Einfach perfekt. Ich bin gerade voll neidisch. Das habe ich gebraucht. War echt gut. Warum tust du mir das an? Ich will auch. Hä? Wo kommt der denn her? Der kann weg. Hey, willst du auch was? Bäh. Probier mal. Nein, danke. Davon will ich nichts. Warum denn nicht? Oh, klar. Schon verstanden. Du willst einen Becher? Ich hab einen. Bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Nimm das weg von mir. Was stimmt damit nicht? Ich muss telefonieren. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Wow, das ging ja schnell. Das wird meinen Durst stillen. Guck dir mal diesen süßen Becher an. Da fühlt man sich gleich wie ein Riese. Oh, das Wasser. Ich stelle den Becher unter den Ausguss. Dann drücke ich den Hebel. Und das Wasser kommt raus. Prost! Und kein Krabbeltier in Sicht. Ah, das war gut. Meine eklige Flasche willst du also nicht? Aber ich kann aus der auch was Cooles machen. Ich schieb die Flasche in den Becher, dann stecke ich einen Strohhalm rein. Der muss durch den Becher und die Flasche gehen. Dann biege ich ihn. Aber der ist zu lang. Also schneide ich ihn ab. Hä? Was ist das? Oh, du kannst meinen Becher haben. Wow, danke. Ich muss nur den Deckel etwas aufdrehen und das Wasser fließt. Ich probier's gleich. Das ist gut. Oh, warte. Hier hast du. Nee, kannst du behalten. Ich habe richtig Hunger bekommen. Warte. Miki, das sieht nicht gut aus. Wovon redest du? Das ist köstlich. Ich bleib bei meiner Banane. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Das ist voll lecker. Warte, was machst du da? Ich esse gesund, ganz einfach. Wo liegt das Problem? Lass mich dir helfen. Dieser kleine Kerl erfüllt dir deine Scheibchenwünsche. Guck dir das an. Ich leg die Wurst in die Halterung. Genau so. Und dann kommt der Schneider obendrauf. Und so wird die Wurst in mundgerechte Happen geschnitten. Hier ist sogar ein Soßenbehälter. Was fällt denen wohl als nächstes ein? Damit geht's viel einfacher. Und so siehst du aus. Oh, ich hab Messer und Gabel. Hä? Wovon redest du? Warte mal. Ich weiß, dass du beeindruckt bist. Dir werde ich's zeigen. Hör auf damit! Das ist genau, was ich brauche. Ich habe die Zinken der Gabel verdreht. Und mit der schneide ich meine Banane in Scheiben. Guck dir das an. Ich nehme dafür lieber meine Nägel.